Hey, hey, was geht ab? Hallo, guten Abend zur Bastelnacht. Grüße euch. Ich freue mich auf ein wunderbares neues Jahrzehnt mit viel retro spannenden Bastelnächen. Ich freue mich auf ein wunderbares neues Jahrzehnt mit viel retro spannenden Bastelnächen. Ich freue mich auf ein wunderbares neues Jahrzehnt mit retro Bastelnächen. Ich freue mich auf ein wunderbares neues Jahrzehnt mit viel retro Bastelnächen. Ich freue mich auf ein retro Play und spannenden Bastelnächen. Aha. Beetlejuice, da warst du aber fleißig geschrieben. Genau. Hallo Pepsi Man, hallo WTM2, hallo Kalle, hallo Andy Horizon Power, hallo Cyberdesk, hallo Kevin Sting, hallo Hashtag, hallo Buzzwang, hallo Sila89, hallo Squeeze, hallo Mavheat, John Silvanus, Dankeschön für die Glückwünsche, Kyo, einen wunderschönen guten Abend, hallihallo Mr. Scotty, Mr. Tomb Raider, yeah baby, Hako, ich danke dir für den Prime Sub. The New Man, Hallöchen, der Gladi, Hallöchen, Digis B oben an der Spree. Heute bastelt Lara mit Craggy. Richtig. Herzlichen Glückwunsch nochmal, ja, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, der Graf. Danke, danke. Guten Abend, Bodensupsi. Danke, Ameisenstock. Hallo, 8-Bit Andy, moin, moin. Grüße dich. Wir wollen keine große Zeit verlieren. Denn die kleine Zeit schwitzt schon. Ich weiß auch nicht warum. Bin schon voll im Sack. So, im Rahmen des Mini-PCs war eigentlich auch eine Grafikkarte mit im Paket dabei. Die habe ich jetzt bisweilen sehr effizient unterschlagen. Die bietet sich jetzt gerade für das erste Thema des heutigen Abends sehr, sehr gut an. Wir werden nämlich mal schauen, wie stark der 57X 3D im Vergleich zum 58X 3D ist. Wenn man da auch ein bisschen Tuning-Geschick an den Tag legt. Und da brauchen wir natürlich eine schöne Grafikkarte daneben. Mein Problem ist nur, das Testsystem ist der ehemalige Rennsitz-PC und der Rennsitz-PC hat keine NVMe mehr. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir einfach ein neues Windows installieren. Eine 4070 Ti super. 4070 Ti super. Die Ventus. Ventus 2X. Guten Abend, Leute, Ravio, Wuppier 100. Das ist ja super. Hallo Streetlight, einen wunderschönen Abend. Haben will, hier. Hand auf. Mach Hand auf, los. Mach Hand auf, Ali. Ja, es dreht sich jetzt nicht so direkt um die Karte jetzt, aber so indirekt halt, weil... Klar, wir wollen halt, dass sie die CPU fordert. Und stehen da Namen drauf und Zettel dran. Warum steht da Alpha Hero drauf? Und warum war das an Valentinstag? So. Pepsi Man braucht ihr nicht. Hier ist die Karte. Bei mir ist der Ton ein bisschen asynchron. Ist das nur bei mir so? F5 hilft meistens. Wächst am Baum. Eine Ventus. Der Kunststoffbomber von MSI. Also die einfache Serie. Schön viel Folie drauf. Sehr cool. Sehr cool. Und natürlich der Horroranschluss. Hink, 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 hink. Psychogeräusche. Eine klassisch kurze Karte. Jo. ASMR-Folie abziehen. Oh ja. Hallo Bieringer. I have to play. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Relativ unbefriedigend. Relativ unbefriedigend. Hallo zusammen, Nebula. Einen schönen guten Abend allerseits, Cheer 100, Ravio, hi, hey, guys, Cheer 100. Patentierte Kunststoff-Backplate. It's all for the stability. Und das Mistteil hier. Nie vergessen. Okay, weiß obgleich ist verkackt in der Kamera, aber gibt Schlimmeres. So, dann brauchen wir den HDMI, der ist hier ausnahmsweise mal ganz unten. And that's it. Das ist, glaube ich,
Auch preis-leistungsmäßig eine der interessantesten Karten, so gesehen, auch wenn natürlich hier der Preispunkt wieder brutal ist, irgendwie 800, 900 Euro oder so. Sepia ist auch modern, ja. Ich habe heute den Camcorder angemacht, bevor alles leuchtete. Z is the problem, I guess. Also machen wir einmal aus. Machen wir einmal an. Das sieht besser aus. Ja. So schaut die Karte aus. Lustig. Diese connected blades hier. Seht ihr die? Schon gefährlich. Ah, so. So, wir brauchen Stromadapter. Ein Highbauer auf 2x8 Pin, klassisch. TI und Super, da kann ja nichts mit schief gehen. Aber hallo, ey. Wo ist mein Numpad? Da. Ja, das ist ja auch der Kaufgrund der Karte, ne? Also von der 4080 Super, die ich jetzt in meinen Hauptriegel geschoben habe. Welche Low-Budget-Graka würdest du für WQAD vorschlagen? Auch wenn man jetzt nicht immer auf Ultra-Details spielen muss, nimm doch eine ARC 750. 215 Euro. You named it Low-Budget, so I answered. I answered. Bist du eigentlich Marken-Fanboy? Oder Hersteller grundsätzlich egal? Hersteller ist grundsätzlich eigentlich egal, ja. Ich stehe nur auf Preis-Leistung. Das ist alles. Und halt einfach spezifische Dinge. Ne? Also wenn's halt passt. Wenn's halt passt, ne? Chaos Clouds, ich danke dir für die Bits, Mann. Weltklasse. Es muss halt hinkommen. Es muss halt spezifische, genau die. Es muss halt einfach auf den Anwendungsfall passen. Das ist das Wichtige. Genauso wie... Schier 500. Ja, meine Fresse, hat die sich Zeit gelassen. War das witzig. Was war denn das? Soll ich sagen? Sie hat das Timing abgewartet. Schier 500. Hallo, Knurrunculus. So. Knallen wir die Kalia rein. Haben gerade eine MVME reingeknallt, von der ich nicht weiß, dass sie noch irgendwo war. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt hergeklaut hatte. Schon wieder vergessen. Was hältst du vom Fortis 5? Ist es ein Gehäuse? Dann weiß ich nicht, was das ist. So. Ach komm, Junge. Ey. Rändelschrauben an der Stelle. Bäm, Alter. Geh mir so auf den Sack. So ein Käse da oben. Also die normale Schraube packt einfach sofort und das Rändel... Monster. Die normale Schraube packt sofort. Und das Rennenmonster. Man muss nur laut genug reden. Hey ho, Kampfkauz. Ein CPU-Kühler. Aha. Kenne ich trotzdem nicht. Jo. Dann wollen wir das mal hier regelkonform installieren. Geradeaus rein. Auf den Klick achten. Da war ein Klick. Wasserflaschen umschmeißen. So. Bloß nichts biegen. Einfach so. Das Gehäuse muss nur ein bisschen breiter sein, dann geht das schon. Das ist gerade Spaß, ne? Versteht ihr, oder? Super, so macht man das. So. Ja, also, das Gehäuse müsste nochmal so 5 cm haben. Dann wäre das okay. Und das ist eine kleine Karte, ne? Und das ist ein großes Gehäuse. Ach, mit einem speziellen Stromstecker. Oh mein Gott. Wo ist der denn jetzt? Scheiße. Och nee. I have to play
Schwengeldengel, Schwengeldengel. Oh Gott, wo ist der Strom? Wo ist das Stromkabel? I have to play. Schwengeldengel. Ich danke euch fürs Schwengeln. Ich bin gerade Plan gescheitert, ey. Scheiße. Gefunden. Was ein Glück. Pesa, vielen lieben Dank. Thomas B aus S. Ja, moin auch. Und Mephorizer. Danke für den Prime Sub. Die Zeit hat nicht gereicht, ja. Cheer 500, ey. Hans freut sich, dass ich so viel Spaß mit Tomb Raider remastered habe. Ja, so. Gute Tomb Raider Spiele zaubern mir ein Lächeln aufs Gesicht. Ach, hier, das Netzteil. Hier ist halt so ein kleines Netzteil drin. Das braucht halt sowas hier. Das braucht hier so ein Alien. Da habe ich jetzt kurz Panik. Bei Twitch-Stream hat man das Gefühl, man bekommt tatsächlich mal was zurück. Ja, Schmelz. Kampfkauz. Heide, nein. Danke, Mann. Dankeschön für den Support. Wup, wup, wup. Verrückter Mensch. So, Dankeschön, Mann. Wir geben alles hier. Ja, Pitch. Und Gerät geht gleich von alleine an, weil war so eingestellt. Okay. Haben wir denn auch die Grafikkarte, den HDMI benutzt? Ne, haben wir nicht. Der liegt da. Schwengeldengel. Ach, der HDMI war doch ganz außen. War ich wieder falsch rum gedacht. Come on. Nicht so kompliziert, seinen blinden HDMI einzustecken. Der Gerät geht von alleine an. Ja, soll er auch. El Tiefland. Ja, vielen Dank. Gestern war der Tag. Kampfkauf präsentiert die Bostelnacht. Hennebord. Die 8 Monate. Unendlich sozusagen. Ja, fantastisch. War das gerade die Erdanziehungskraft? Ich weiß nicht genau. Danke, Shane. Dein Adapter war defekt, hat nicht eingerastet. Bei dem muss ich jetzt auch wieder kräftig drücken, du. Kannst du einen Kühler für den Ryzen 7700X empfehlen? Jeden. Ist eigentlich egal. Lass die CPU einfach nicht frei drehen. Aber es gibt keinen Kühler, der die CPU kühl hält. Also, Arctic, was ist das? A35 oder sowas? Oder ein Thermalride? Which Scores ist das nochmal? Das ist tatsächlich das Be Quiet Shadow Base 800FX, oder wie das heißt. Genau, Thermalride Perless. Ich bekomme kein Bild. Das ist schon mal gut. Aber die Lüfter drehen auf jeden Fall in irgendwelche Richtungen. 9E zeigt er an. Ist das korrekt? Onboard-Grafik dürfte auf jeden Fall nicht funktionieren. Also das ist halt das Wichtige. Ich würde einfach die CPU-Temperatur limitieren im BIOS auf 85 Grad, damit sie nicht auf 95 hochgeht. Naja, da ist eine GeForce drin. Von der kannst du nicht verlangen, dass sie im laufenden Betrieb erkennt, dass ein Bildschirm angeschlossen wurde. Wenn sie die einzige Grafikkarte ist und das der einzige Bildschirm ist. Da haben die manchmal so ein bisschen Probleme mit. Siehst du, jetzt geht's. Einmal aus, wieder an. Zack. Keine Ahnung, was das für ein Windows ist. Von daher gehe ich mal lieber... nicht mit euch aufs Bild. 9E, naja, Dr. Debug-Werte sind eh nichts sagen. Die Tabellen im Internet sind aus den 90ern.
9E haben meine Gigabytes auch immer angezeigt. Der wird auch gerade ganz einfach gebootet haben. Er wird halt einfach nur... Oh, ich muss meine PIN neu einrichten. Aber es ist ein Windows 11 drauf. Das ist ja schon mal gut. Kommt halt drauf an, was so drauf ist. Wie alt das so ist. Dann könnte es natürlich sein, dass es sinniger ist, ein neues zu nehmen. Oh, ich bekomme irgendwas zugeschickt. Wir waren gestern im Kino, wir haben uns gestern einen norwegischen Animationsfilm angeschaut. Etwas für die ganz Kleinen da draußen. Sowas von super. Oh, ganz witzig. Also auf meinem Geburtstag waren wir im Kino. Danach war ich noch im Secondhand-Laden und habe CDs gewühlt. Das ist bei 199. Ja, vielleicht ein guter Kurs, ne? Das hört sich ja nicht schlecht an. Es war ein schwedischer Erwachsenenfilm. Ja, nee. Sind Sie sicher? Ja, ich weiß zwar nicht, was du mich gefragt hast, aber wahrscheinlich schon. Ach ja. Penelope Cruz. Und jetzt erkennt er irgendwie die Grafikkarte und es flackert und... Guten Abend, Demon. Hallöchen. Deine MSI zeigt die CPU-Temp. Biggie, vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Hast ein Darkrock Pro 4, bist unter Volllast bei 95 Grad. Ist normal. Das wirst du mit einem anderen Kühler ganz genauso haben. Limitiere einfach deine CPU auf 85 Watt im BIOS. Und wenn du ihr noch was ganz Gutes tun willst, schränke ihr Powerlimit ein bisschen ein. Lass die CPU einfach mal auf 115 Watt laufen. Guck mal, ob du in Games einen Unterschied merkst. Wahrscheinlich nicht. Es ist traurig, dass die CPUs so ausgeliefert werden. Das ist eigentlich das größte Problem. Das sieht interessant aus. Gamebar, das sieht so aus, als hätten wir damit mal irgendwas getestet. Hier sind eigentlich alle schönen, relevanten Dinge drauf. Das ist auch ein weißes Windows. Was willst du mehr? Cinebench, Links. Also irgendwas haben wir damit mal gemacht, aber der Windows-Bild wird natürlich alt sein, ne? E-White Mode. Ach ja, so. Steam dir ein. Was? Da ist nichts drin. Da haben wir Dinger rübergeschickt. Klamotten rübergeschoben. Okay. Was tun? Ich glaube, es ist schöner, wenn wir einfach frisches Windows machen, ne? Kontrolliere einfach mal kurz, ob hier irgendwas doof ist. Ob es irgendwie relevant ist. Ich glaube nicht. Ich meine, es ist zwar schön, dass ein Windows da ist, aber wenn er jetzt im Hintergrund Windows-Updates rumrödelt und Tango und uns auf die Nerven geht, könnte man lieber probieren, ob das hier ein Windows 11 Stick ist. Ist das ein Windows 11 Stick? Ah, der ist auch wieder alt, ne? Habe ich den nicht neu gemacht? Hatte ich den auf BIOS Maya gemacht? Habe ich den neu gemacht? Woher weiß ich, ob der neu ist? Woher weiß ich das? Fragen über Fragen, ja, ich weiß. Fürchterlich, gell? Sieht man das irgendwo auf dem Stick? Änderungsdatum 31.03.24. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Wir starten mal neu, wir machen mal frisches Windows. Ja, Winfair, dass das Windows hier älter ist, veraltet ist, das ist klar. Bastelnerd! Aus dem Nachtleben. Dankeschön! Dankeschön. 112, Alarm! Wir haben gerade Kaffee gekocht. Vielen Dank, René. Danke, dass du an mich gedacht hast.
Schwengeldengel. So, ich war gerade Asrock gewöhnt und bin nicht ins Bootmenü gekommen. Bei Gigabyte ist es F12. Son Yoku. Ja, guten Abend, Hallöchen. Bei Asus F8. Lange suchen müssen. Grüße! Ich hoffe, dir geht's gut. Welcher RAM steckt in dem System? Kingston RAM. Kingston Fury. Schieß mich tot. Kingston Fury. Habe ich sogar mal gesondert vorgestellt, glaube ich. Aber als extra Video festgehalten, glaube ich nicht. Hattest du eine Empfehlung für Mini-ITX-Board, wenn Geld keine Rolle spielt? Dafür habe ich zu wenig Erfahrung mit Mini-ETX-Platinen im Allgemeinen so. So ein bisschen das Problem. Auf ARM5 hatten wir jetzt genau ein Mini-ETX-Board. Für Micro-ATX? Auf ARM5 oder wo? Das sind zwei Gehäuse, wo du es verbauen kannst. Welche Socke darf es sein? Ah, ARM4. ARM4 MicroATX. B550 MSD Legend. Würde ich nehmen. Glaube ich. So, machen wir einmal neu. Machen wir einmal neu. Ist ja erst 10 Uhr. Schabernack. Ich glaube, das ist ganz okay. Der 57XLE braucht meist ein neues BIOS, aber auf eigene Gefahr. So alt sollte das BIOS nicht sein, Fritzbox. So alt sollte es nicht sein. Ich habe ja... So lange ist es noch nicht her, dass ich mein Rennsitzsystem komplett auf den Medion Sleeper quasi rüber gedeichselt habe, oder? Wie lange ist das her? 1,5 Monate? Und kurz zuvor habe ich auch an dem Gerät hier BIOS-Tango gemacht. Hast du eine Idee? Ein Freund von mir hat sich eine neue CPU gekauft, diese angeschlossen und seitdem hat er auf beiden CPUs kein Bild mehr. Was? Wie? Ach so, jetzt verstehe ich's. Wie man das fixen kann. Also auch auf der auch mit dem ehemaligen Prozessor hat er kein Bild mehr. Nerdy hat ja geredet, hat mich schon gewundert, warum du auf meinem auf beiden Monitoren warst. Ja, dann wird wohl irgendwas irgendwo Probleme gemacht haben, ne? Clear CMOS mal gemacht, BIOS, also alles auf Minimum. Minimum Settings zurückgefahren, mal die Batterie rausgerupft, CMOS gemacht. Ja, was Demon schreibt. Genau, was Demon schreibt. Das ist die Standardantwort. Alles auf Minimum runterfahren. Alles auf Anfang. Das hat jetzt ganz schön Zeit gelassen beim Kopieren der Windows-Dateien, aber ich glaube, der Stick ist einfach nicht so schnell. Bo Hannon. Moin, Coca-Colica. Winke, winke. Schade, dass ich nicht direkt testmäßig einsatzbereit hier bin, aber es ist, wie es ist. Frisches Windows macht dann ja schon Sinn. Welches Windows ist das? 11. Cracky, hast du mitbekommen, dass Schmettes da war oder ist? Nö, habe ich nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Und jetzt? Hallo Schmettes. Ins Blinde. Was? Ich muss jetzt echt für Lara Croft weichen? Bevor das halt ignoriert. Ja. Ketzer. Du kennst auch Streamer Vision nicht. Ich muss Windows installieren. Scheiße. Das funktioniert doch viel besser so. Happy Birthday nachträglich. Thanks, Mate. Schon wieder zu warm geworden heute.
den Schmäh abgehangen. Der Schmäh ist selber runtergefallen. Ich habe ihn nur nicht wieder aufgehangen. Das war also, ja. Wie war das noch? Ich bin Epileptiker. Schmett ist ignorieren, wie ignorant. Wer hat das geschrieben? Grüß dich, munterer Britta. Na, machen wir heute Party hier. Solo-Party. Huru, huru, huru. Wer hat denn den Pac-Man schon gesehen? Na, guck mal da. Das ist ja ein Geschenk. Ein Geschenk, was Kinn und Kegel, Frau und Dingsbums mir hat zukommen lassen. Was macht jetzt das Aqua? Steht da. Auf dem Boden. Ich habe jetzt Urlaub gehabt. Ich wollte irgendwie Dinge veräußern. Habe ich nicht geschafft. Schade. Warten auf den nächsten Urlaub oder auf die große Kiste. Frava! Danke! Wuhu! Danke, Shane. Inge veräußern. Ja. Gib mir die Inge. It's all about the Inge. Das Problem ist, du kannst ja nichts verschenken, ne? Weil dann sagen die dir, bist du bekloppt? Warum machst du das? Ja. Es ist kompliziert. Hey Inge, was geht ab? Ich habe von einer 240er Ayo auf eine 360er und einen 280er Radi und habe selbe Temperaturen wie vorher mit dem 7.8 X-Relais. Woran kann das liegen? Daran, dass das halt diese CPU ist und der Kühler egal ist. Darum sage ich ja immer. Scheißegal, was du da drauf machst an Kühler. Betreibt sie einfach nicht default und seid glücklich. Oder wenn ihr Bock auf Garantieverlust habt und Nervenkitzel euer Ding ist, dann köpft die Dinger halt. Viel Erfolg dabei. Ich mach sowas nicht. Mir machen die auch so Spaß. Der muss ab Werk weg. Ja, willkommen zurück. Komm in der Zukunft. Athlon XP, ich höre dir trapsen. Bergkiefer, das kann ich dir pauschal nicht beantworten, habe ich nicht beobachten können. Ich hatte jetzt nur die 3090 drin im Presswerk und nicht genug Zeit damit verbracht. Ja, Curve Optimizer sollte helfen, die Performance zu verbessern. Ja, ja, noch mehr Performance bei gleicher Hitze. Ja, aber... Setz den einfach Limits. Lass den nicht freidrehen. Ich lass meinen 7950 X3D mit 115 Watt laufen. Ist wunderbar. Wunderbar. Zeigt mir eure Aufgaben, wo eure CPU zu 100% ausgelastet ist, regelmäßig. Na? Zeigt sie mir. Wenn du nicht gerade der Kompilator bist, der Anwendungsentwickler, wird dich das wahrscheinlich kaum jucken. Und in Games hast du keinen Unterschied. Gibt es dazu eine Videoanleitung? Nee. Müssen wir mal machen, ne? Habe ich aber so oft gemacht. Das ist das Problem an der Bastelnacht. Die rechnet sich halt nicht, ne? Eigentlich müsste ich viel mehr Inhalte als Video verwursten und fertig ist. Fertig ist die Lunte. Das würde funktionieren. Ja, selbst Flugsimulation. Ja, nutzt natürlich ein paar mehr Kerne, ist schon klar. Aber auch hier hast du nicht 100% die ganze Zeit Anschlag, weil ein Thread limitiert. Und dann kommt er mit dem Leistungsbudget meistens trotzdem hin. Schwengeldengel. Ganz interessantes Beispiel war da damals, als wir den 58 X3D eingedrosselt haben auf 65 Watt. Ne, nicht den 58 X3D, sondern den normalen 58X auf 65 Watt haben laufen lassen. Das in Outcast 1.1, was komplett auf der CPU läuft, was auch 8 Kerne benutzt, die Performance einfach identisch war. Und das ist ein komplettes CPU-Spiel. HSV Forever, danke dir für 44. Gerade eben noch Tomb Raider von letzter Woche geschaut. Weltklasse. Hallo Rippert, guten Abend. Grave, guten Abend. Rita Schulz, Hallöchen. Das ist der originale Commodore.
Der Karton da hinten. Schalten Sie die Microsoft-Erfahrung frei. Ja, na klar. Fügen Sie ein Konto hinzu. Ja, klar. Was? Falsch? Warum? Ach, leck mich doch in der Tasche. Nachher haben wir wieder Download-Limit. Jemand die Fehlermeldung Windows 11 im Hintergrund erfahren, die auf einen Fehler von Explorer hinweist, wobei der Arschsprecher etwas nicht geschrieben werden kann. Aha. Ja, der Karton. Ja, da steckt ein Amiga 500 drin, ja. Ah ja, solange es Windows ist und Steam, ist das ja okay. Leak Shield von Aqua Computer habe ich nicht getestet, nee. Aber ich habe einen Schrank voll mit Wasserkühlungszeugs, von dem ich eigentlich nichts mehr wissen will. Auch wunderbar. I have to play. Heute Retro-Nacht. Schwengel-Dengel. Nein. Leider nicht. Chris, danke dir. Wupp, wupp. Bist du chosen? Was geht ab? Alles neu bei dem Stick hier. Meine Daten nicht sichern. Die ganzen Schaltflächen sind neu. Ja, jetzt 1 Euro bezahlen. Merkt er auch nicht, dass ich das schon mal gemacht habe. Heute eher Sommernacht. Schweineschwül, ey. Servus Nails, also jedes Mal, wenn ich deinen Stream schaue und die Lüfter bei dir höre, dann nehme ich immer die Kopfhörer ab, um zu schauen, ob mein PC so hochdreht. Ja, haben wir alles richtig gemacht, oder? Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Schalten Sie den PC nicht aus. Ja, ist gut. Ja, ich warte. 4070 Ti Super. Das Schöne ist, die Läden, wo man sich so Kartons angucken kann für die Werbung, die sind halt auch nicht so weit verbreitet, ne? Corepipe. Aha. Die Corepipe ist was Neues auf jeden Fall. Willst du die GPU benchmarken? Nee, eigentlich nicht. Die Core-Pfeife. Hardcore-Vibes. Was ist dein Lieblings-Gameboy-Spiel? Ah, das ist schwierig. Gibt halt diese Dauerbrenner wie Tetris, Quicks. Aber wahrscheinlich Mystic Quest. Und Zelda 4 ist ganz vorne dabei. Die Mario-Dinger sind auch alle geil. Aber ja, die gibt es halt auch auf den großen Konsolen so gut. Hardcore-Pipes. Wir hätten uns eigentlich CDs angucken können. Nee. Ah nee, obwohl, nee, ist gefährlich. Nackte Tatsachen und so. AM4 X570 ist ein Monsterboard hier drin. Gib mal her den Chipsatztreiber.
Cracky, würdest du einen 5950X auf dem Racing-PC gegen einen 500X 3D tauschen? Ja. Sofort. Ist halt wirklich so. Ist halt Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe 20 Maxis. Da war tatsächlich mal, also in diesem Second-Hand-Laden, da war tatsächlich mal eine Musik-CD-Auswahl, die brauchbar ist am Start, was echt Spaß gemacht hat, weil das halt mal so aus den 90ern so bisschen Pop, bisschen Techno war. Und halt auch Maxi-CDs. Das sieht man halt nicht so häufig. Sonst hast du halt immer nur die üblichen Verdächtigen. Irgendwelche Schlagerparaden oder irgendwelche Klassik. Oder irgendwelche Interpreten, von denen du noch nie was gehört hast. Sollten wir das 98 im Einsatz? Ja, ich auch. 20-fach. Und noch öfter. Ach, Freude, hier mal im September machen wir Retro-Laden. Bis dahin werden wir noch ganz viel Retro sehen, weil wir natürlich vorher checken müssen, ob die Kisten noch laufen. Also, nächste Retro-Bastelnacht kommt. Ich weiß, dass einige immer wieder nachfragen, wann gibt es immer wieder Retro, wann gibt es immer wieder Retro. Küt, wenn es küt. Hast du schon das neue BIOS getestet vom B650? Das neue AGESA-Update. Was von MSI jetzt, oder was? Ich habe tatsächlich bei meinem Mainboard nochmal ein BIOS-Update gemacht im Hauptsystem, weil ich feststellen musste, dass er das tatsächlich nicht auf die Kette kriegt, immer das Expo-Profil zu laden. Jetzt scheint es aber zu funktionieren, allgemein. Ach, sowas zu testen da und dann irgendwelche Unterschiede herauszufinden. Ja, das hier war tatsächlich ein neueres BIOS als, weiß ich nicht, welches ich vorher drauf hatte. Wahrscheinlich das. Leider sieht man diese Nummer hier im Speziellen sieht man halt nirgendwo bei MSI. Weder irgendein Tool liest das aus, noch steht es im BIOS direkt. Ich konnte nur updaten und dann sehen, dass es ein neueres Datum war. Aber jetzt klappert wenigstens. Nice Thumbnail zum Foom Raider Video. Ja, danke Shane. Fand ich auch, dass es gut war. Der macht schon Spaß. Ich habe sie auf dem Thron ja jetzt auch ausgedruckt. 4070 Ti Super. War lustig letztens zu spät. Ja, schade, dass ich nicht ganz geschafft habe. Hab zwar kaum gepennt, aber das war's wert, ja. Enduron 800 bei mir gefunden, meinem PC-Zeit als Techniker. Lang ist das her. Enduron 800 war ziemlich cool. Ich hatte zwischen 500X3 und 5950X. Wenn die CPU gefordert wird, ist es zu 90% Handbrake und Co. Ja, wenn ich da mal was spiele, wäre der X3D doch irgendwie schick. Ja, ist GPU-Enkodierung für Handbrake nicht irgendwie eine Option für dich? So in HIVC. H265 über GPU ist eigentlich schon sehr schnieke. Eine Arc nehmen, ja. Für eine Arc dabei nehmen. AV1. Zack, fertig. Also, ich habe ja jetzt die 4080 super drin und wenn man richtig AV1 inkodiert. Danke dir, Albert. Danke dir mit deinen 32 People. 32 ist natürlich eine super Zahl. Schön, dass er rumkommt. Vielen lieben Dank. Wenn man der 4080 richtig was zu tun gibt mit AV1 in Hardware, ist sie kaum schneller als eine Arc. Das ist so lustig, ey. Also wenn man wirklich die Qualität auf Anschlag stellt, so wie ich es halt mit der Arc auch mache. Ich will ja möglichst kleine Dateien bei guter Qualität. Na geht X. Danke, Shane. So. Was ist hier mit dem Download? Da. So, ach, das alles installieren, ey. Müssen wir hier echt mal gucken, ey.
Was haben wir denn hier alles? Holy 70 Thai. Naja, sind die underrated. Ich hatte auch mit mir immer mal wieder irgendwo eine Intel reinzuballern und dann damit nochmal rumzuspielen und so. Aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass der Drops eigentlich gelutscht ist. Wobei, die haben jetzt ihr Upscaling nochmal geupdatet, ne? Das Xess hat neue Profile bekommen. Von der 3080 lohnt eher 4080 oder 4080 Super. Ist gehopst wie gesprungen. Also die Super ist ja nur minimal stärker. Minimal stärker. Aber sie ist meistens günstiger. Schrika! Dankeschön! Lieber würzig mit 40 als ranzig mit 20. Das ist ein geiler. Das ist ein cooler Spruch, Mann. Obi-Wan Kenobi. Moin! Grüß dich, Hallöchen. Horizon Forbidden West Complete Edition. Weltklasse. Was haben wir denn hier? So, ich hab unter anderem habe ich das Album Culture Candela. Ich glaube, das heißt auch einfach nur, da ist Hammer drauf. Und ich dachte tatsächlich, Culture Candela wäre Seed. Naja, das war das eine Album, was ich geholt habe. Welche Nummern kennt man hiervon? Hammer und ADJ. Ja, never mind. Dann haben wir, da habe ich mich sehr gefreut, als ich das entdeckt habe. Enigma, Sadness, Part 1. Da geht der Post ab, ey. Dann Wes mit Alane. Keiner braucht die Neuauflage. Ist auch Maxi-CD übrigens. Wurde nur umgepackt. Oh je, Enigma, das waren Zeit. So. Gleich geht's weiter nach der Werbung. Was brauchen wir? Wir brauchen Steam. Na, kopieren wir mal drüber. Ja, Neuauflage braucht kein Mensch. Das echt so viele neu aufgelegte Songs, wo ich mir nur denke, ey Alter, die sind alle nach dem gleichen Schema neu gemacht. Es ist so unnötig. Aber die Kinder von heute kennen das halt noch nicht. Ich will noch eine CD von Sandra. Das von Culture Candela noch eine Promo-Vinyl. Ich dachte echt, ich hab im Inlay geguckt, wo ist denn Peter Fox? Und dann, scheiße, das war gar nicht Culture Candela, das war Seed. Damn! Voll ins Klo gegriffen, ey. Na egal. Ja, Seed war das. Ist mir aber auch erst. Im Laden ist mir das nicht eingefallen. Kia Seed von. Verpeilt gewesen. Voll Lied. Kann passieren, ne? Ja, komm mal, manchmal komm mal durcheinander. Nee, aber die Enigma Maxi, die ist schon cool. Kann schon was. Steam. K5. F79. Ja, das ist klar, ja klar, sicher. Peter. Der Peter hat schon derbe reingerockt da, was das angeht. So. Laden wir uns hier mal was runter. Was ist das für ein Taschenfernsprecher? Was? Das hier? Na, dein Handy. Ja, das ist ein Handy, ne? Doggy! Das ist Doggy VT. Wie heißt das genau? V30T? V30T. Kannst auf jeden Fall jemanden mit erschlagen. Ich habe für Sohnemann jetzt ein X470 Taichi Ultimate rausgeholt. Spielt ihr noch Fortnite?
I want to learn Germany because of you. Awesome. Ich kann auch besonders langsam sprechen. Was hältst du von der Matrox Millennium G400? Kann man damit was reißen? Ja. Die ist ganz nett von den Features. Die hat ganz geile Bildqualität in Direct 3D und so. OpenGL kackt sie ein bisschen ab. Tut sie sich ein bisschen schwer, glaube ich. Aber ist schon witzig, ja. Ist schon witzig. So, wir schauen mal hier ins Netzwerk, dass wir da mal was drüber jodeln. Von unserem Nas. Nasgul. Ach komm, lass mich drauf. Dass er das nie checkt, ne? Ravioli. Windows Disk. Ist das cool? War das richtig? Da rein! Ja! Frag doch nochmal, ob ich es bin. Reicht ja nicht, dass ich vorhin die PIN eingegeben habe. Jetzt funktioniert das wieder nicht, ne? Doch, jetzt sind wir drin. Auf Windows Disk kann ich zugegriffen werden. Ja, ist ja gut. Ja. Ja, dann nehme ich den halt. Gut, so, da funktioniert. Come on. So, was wollen wir haben für CPU-Test? Wir nehmen Shadow of the Tomb Raider. Wir nehmen Outcast natürlich mit. Und GTA ist, bis das läuft, ist ja morgen früh, ist Katastrophe. Wir nehmen irgendein Rendings da. So muss alle ACC nehmen. Ist alle ACC oder ist alle Raceroom? Was ist kleiner? ACC ist kleiner. Komm, wir nehmen ACC. So. Shadow of the Tomb Raider. Outcast 1.1. Kopieren. Pastieren. Steam! Carmen, wupp! Einfügen. ACC Nordschleife. Hat er nicht. So. I have to play! Schwengeldengel. Hans, das Abbott AV8, das ist ein mega Mainboard. Aber ich bin halt voll. Machen wir heute bis 5? Ich hoffe nicht. Bronx, danke dir für 59. Counter-Strike. Ja, Counter-Strike ist aber jetzt kein Cash-Spiel, ne? Das ist jetzt kein Spiel, wo der Cash so richtig durchkommt, ne? Also so gar nicht so. Um 7 geht Suzuka an. Im freien TV auch. Ist im Zimmer irgendein Lüfter, der so ein schlechtes Lüftergeräusch hat? Das ist jeder Rechner. Der läuft halt einfach frei, weil das halt mein Rennrechner ist und die Lautstärke eh egal war. Darum habe ich da nichts gemacht. Details bitte an, ich kann so nicht. Was? Fahren ja gerade welche 24 Stunden Nordschleifen ACC. Einer zieht es alleine durch. Respekt. Beim Kopierfenster. Ach so. 13 Minuten. Was ist, wir ziehen gar nicht mit 2,5G, gell?
Kran benutzt oder was? Geht das jetzt automatisch weiter? Ich hab doch eingesteckt, nicht? Ist der 2,5G-Adapter gar nicht da? Das wird auch gar nicht erkannt. Ist ja gut. Ich habe Quake 2 RTX auch schon mal gestreamt. Aufzeichnung gibt es auch mal wie Extras. Ja. Aber hier, der hat ja gar nicht irgendwie, dass er ein Gerät nicht hätte oder so, ne? Und dass ich die Netzwerkkarte jetzt im BIOS abgestellt hätte, wüsste ich nicht pauschal, aber... Ja, spannend. Wird angehalten. Ah, es funktioniert ja mal wieder prächtig, ey. Hast gelassen, wären wir bei 40%. Ja, nachher ist man immer schlauer. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Kabraschlu, moin auch, danke dir für 6. Nein. Ja, gestern lief Werner eiskalt, ne? Lief der zweite, ne? Früh morgens um 12 wache ich aus dem Koma auf. Berechnung. Ich glaube, diese Tasks haben sich aufgehangen. LOL! Ist ja immer noch da. Oh, komm. Ja, natürlich. Gut, was haben wir noch an CDs geholt? Hier. The Notorious B.I.G. Tribute. P. Diddy. Also hier ist das, hier, ne? I'll Be Missing You drauf. Z ist Windows. Nee, Boss, die ist keine Steckdose. Ist Musik cracky, ja? It's music. It's music. Makes the people come together. Ja.
geh mir auf den Sack. Ethernet. Ja, ins BIOS habe ich es jetzt nicht geschafft. Ist auch gut. Ah, jetzt die, come on, ey. Ah, will er wieder wissen. Benutzername oder Kennwort ist falsch. Ja, ich habe noch gar nichts eingegeben. Ich wollte heute einen Rechner bauen. Lass mich einfach rein. Ich bin drin. Das war ja einfach. So. Copy. Copy. Steam Apps. Kamen. Einflügen. Sehr gut. Auch Windows kann kopieren. Ja, jetzt hast du Tastatur gefunden. Bitte, wie viele CDs liegen da noch? Ja, liegen noch ein paar. So, er berechnet jetzt. Gleiche hängen wie gerade eben. Berechnen Sie mal. Machen Sie mal. Hier. The Cranberries. The Zombie. Maxi. Denise Kemper. Ja, shit happens. Full-length Album Version. Ja, die ist ertrunken, ja, in der Badewanne, ja. Camper, die wohnen bei dir um die Ecke. Weltklasse. Der Cracky kommt raus. So you better get it party started. Pink! Get the party started. Mit dem Radio Mix und dem, wer kennt ihn nicht? Den K5 Werkkraft Mix featuring Speed Watt Spoonface 7 Minuten Mix. Dann haben wir Dario G mit Sunshine. Quietschgelb. Dann haben wir Madonna mit The Power of Goodbye. Dann haben wir Fallin mit nackten Tatsachen. Fallin, man sieht nicht, wer, wie die Maxi heißt. Was für ein Lied das ist. Aber ich dachte mir, Fallin, ja cool, kennt man von Woo. Und dann ist da das Album Lin drauf. Das heißt einfach nur Lin. Fallin, ja. Jetzt ergibt es Sinn. Diese jungen Herren hier. Ich glaube, die wurden hart gepusht damals, als das New Metal so im Kommen war. Aber sind dann auch irgendwo in der Versenkung verschwunden. Aber eigentlich ganz cool. Dann haben wir nochmal Dario G mit Carnaval de Paris. Das war, wer sich erinnert, war das WM 2002? Und Alex. Hey, das ist meine CD. Die habe ich gekauft, hallo? Und dann halt
Maxi-CDs sind halt cool, ne? Mit Mixes hier, Mix da, Mix schieß mich tot. Schmädes. 98. Ah, doch, 98. Schwengel-Dengel. Dann war das Frankreich. 98 war das dann. Dankeschön. Darf man Musik zeigen wegen den Urheberrechten? Mehr als einen Tag, sagt er. Boah, Junge, ich installiere jetzt Total Commander. Gehst du mir auf den Zeiger, ey. Robert Miles Children, ja. 404 Gaming, danke dir für 64. Wie cool ist das denn? Ich habe keine einzige Maxi, nur Maxi-Singles auf Vinyl. Geil. Ach hier, die 9 muss ich drücken. Bravo, Microsoft. Warum nicht Linux? Ja. Ja. Warum nicht, ne? Weil ich nicht gerne Marionette bin, wenn ich hier schon mich hinsetze, jeden Samstag für euch. Dann macht's echt keinen Bock, Augsburger Puppenkiste zu sein. Und jetzt tipp mal das in die Konsole ein. Ja, und was macht das jetzt? Aha, ach so. Und was habe ich da jetzt gemacht? Kann mir das jemand erklären? Will ich auch gar nicht wissen. Sie die Games ja fast runterladen können. Ja. Plan geht voll auf hier. Ja. Zugriff über Dingens ist auch super. Das ist auch super Zugriff. Come on. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Geplant, planlos, ja. Ja, eigentlich wollten wir den 57X3D gegen den 5W-X3D antreten lassen, aber ich wollte heute eigentlich auch einen Rechner bauen. Also insofern kann mal irgendwas funktionieren hier jetzt sofort. Verdammt und zugenäht! So, ACC, Outcast, Shadow of Tomb Raider. Mach jetzt halt auch was. Netzwerkfehler, ja. Abbrechen, ey. Irgendwas stimmt dir doch gar nicht. Ja, beamen Sie, danke. Funktionieren? Dazu haben Sie keine Berechtigung. Graue Haare bekommt man beim Racing genug. Ich komme ja leider nicht mehr dazu. Und gestern war nichts los in Race Room. Als ich eventuell gekonnt hätte. Niemals die Kabel beim Kopieren ziehen, ja. Da ist doch eine NVMe drin. Ja, was ist halt nur ein Gigabit-Netzwerkchip. So. Los del Rio Macarena. 9,99 €. Including Remixes von whoever.
Warum schreibst du dir keine Batch für Netzwerkfreigaben? Aha. Noch nie gemacht. Geht das schneller? Warum benutzt du keinen Föhn? Ich wollte nur wissen, was das für Remixes sind. Bei Bass Bumpers. Including new Remixes by Bass Bumpers. Geil. So, hier. Marusha. Trip to Raveland. Mensch, was sahen die CDs damals cool aus. Low Spirit Records. Muss ich auch mitnehmen. Eros Ramazzotti und Tina Turner, Casa della Vita. Im Rosengarten. Irregulär geformte CDs, ja, die dir den CD-Wechsler zerstören können. Guck mal hier, eine wunderschöne goldene Scheibe. Ja, dann habe ich Aqua mitgenommen, Dr. Jones. Ich habe auch Aqua Barbie Girl, aber die ist im Moment bei meiner Tochter unten im Zimmer. Auch wunderbar, perfekt das Label draufgeklebt. Einfach da, wo die Protagonisten sind. Habe Kerkeling Hurz. Das Lamm. Der Wolf. Hurz. Gibt's auch die Hurz englische Version hier. Musik von Achim Hagemann. Text Achim Hagemann. Pavel Popolski. Hurz. Und der Habicht-Mix vom Hurz. Dann haben wir hier Music Instructor. Nothing less. Einfach nur Music Instructor. Hm. 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 Das Lied heißt Hm. Hm. Ja, muss ich auch mitnehmen, weil damals voll drauf abgeflippt, sogar dann viel gehört, rauf und runter gehört. Und fand ich einfach gut. Fand ich einfach witzig. War mega Erfolg für so. Gab ja immer dieses, gab ja Unheilig und dann diese ganzen eigentlich Leute, die länger schon Musik machen in einer bestimmten Szene und dann machen sie dann einen populären Song und ähnlich war das bei Umf mit Augen auf. So lustig diese Kinderstimme in der Nummer. Dann Chambo Wamba mit Tom. Ja. Genau, neue deutsche Härte, ja, ja. Danny Boy. Ja, weiß Bescheid. Chambo Wamba. Ooh, baby. I feel right. The music sounds better with you, Stardust. Love might bring us back together. Ja, cool, ne? Schön, finde ich auch. Und dann kam noch Witt und Häppner. Ach, dann kommt die Flut. Die Flut. So. Und dann ein PC-Spiel, das ich auch noch nicht habe. Die Sims 2 CD-Version, 4 Discs. Und das bringt uns eigentlich zum zweiten Thema des Abends. Meiner Tochter den Rechner bauen. Und dann. Bananarama Man, yeah, 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 Sims. Yeah, danke fürs Abo. Und diesen ganzen Stapel an Silberlingen und Kunststoffscheiben habe ich erworben. Für 10 Euro. Denke du da. Ja, moin auch. So. Hast du Flohmarkt gelootet? Ne, es war ein Second-Hand-Laden tatsächlich. Da fehlt nur noch perfekte Welle.
Fotobegeisterung ist ansteckend. Fantastisch, Tobias. Viel Spaß damit. Wolfsheim once in a lifetime. Yes. Kennen wir mal. Vier Minuten. Sprudel. Was geht ab? Kopiere Spiele. Kopiere Spiele. Warten aufs Christkind. So. Wie war das? Das war in der App-Data jetzt drin, ne? App-Data. Also wir brauchen CapFrame X. CapFrame. So. Die sind eigentlich alle ziemlich gut in Schuss. Da war auch noch mehr Zeug, aber ich wusste auch nicht, wie viel die pro CD haben wollen. Und dann habe ich ein bisschen selektiert. Leider kein Depeche Mode dabei oder noch ein bisschen mehr Techno aus den 90ern. Habe ich eigentlich sehr gemocht. Aber ist okay. Einfach mal Danke sagen für deine Bastelnacht, Streams und Videos. Konnte mir durch dich so viel Wissen aneignen, sodass ich inzwischen der in der Familie bin, der immer angehauen wird, wenn was nicht läuft. Solange du es positiv umsetzt, das ist doch super gut. Statt warten kannst du ja PC bauen. Ja, dafür habe ich aber nicht genug Platz auf diesem Tisch hier. Macht Spaß, ist gut. Umf hatte einige Nummern, hatte auch sehr kontroverse Nummern, wie Krüppel zum Beispiel. Aber ich habe tatsächlich Umf auch dann ein bisschen inhaliert. Genauso wie damals Tanzwut und... Ja. Tanzwut ging gut bei Diablo 2 LOD ab. Saturday Night. Schmetten, detten, detten, death. It's party time now. Music Sounds Better With You war doch dieser geile Segelflieger, den das Kind da durch die Gegend schmeißt, oder? Megahertz, jo. Tötet den DJ, wir wollen sein Blut. Und dann die nette Damenbezeichnung und du bist ein Stück Mist, ja. War auf jeden Fall, da war gute Laune auf der Moschfläche. Auf der Moschfläche. Hat Spaß gemacht. Aber dann auch so Dinge wie Sepultura und so, Ratamahatta. Oder was war gut hier? Lynchpin. Ja, welcher Interpret war das denn? Lynchpin hieß die Nummer. Fear Factory? War das Fear Factory? Nee. Oder doch? Glaube ja. Glöf schon. So. Fear Factory, ne? Lynchpin, ja. Oder auch einige Dinge von ach Mann, ey, wie hießen die denn? Thrash Metal Freunde da. Mit Bulldozer und schieß mich tot. Müssen wir den einmal gestartet haben, ne? System of a Down ist natürlich Gold.
Yoda Hool, ey. Habe ich auch die Maxis von Bora Bora und Meet Her at the Love Parade. So, das ist Capframe X. Configuration. App Data. Kopieren. Sind das die hier, die JSONs? Da sind die JSONs. Einfügen. Schwupps. DJ Bobo, klar, er ist auch so einer, den. Von dem wollt keiner was. Aber der kann halt auch was. Das ist schon cool. Macht schon Bock. Dem hat es irgendwie so keiner gegönnt, aber. Update für ACC. Oh no. Wir haben nicht gepatcht. Wegen der Nordschleife. Because of the Nordschleife. Hatte Jimmy Broadband heute ja Pech, ja? Durfte seinen Stint leider nicht fahren. Hatten sie einen Platten auf der Döttinger Höhe, ey. Alter Schwede. Korn. Ja, Korn, ja. Ist ja auch coole Nummern. Hab ich auch noch damals mit meiner SAT-Karte habe ich da noch von Viva 2 Musikvideos aufgenommen. Ja, Machine Head meinte ich doch mit Bulldozer. Wobei halt, die sind mir auch schnell immer zu stressig geworden. Und Korn, die hatten so cooles Render-Video. Und das hab ich da gecaptured. Das war so ein cooles Render-Video. Es war nicht Freak on a Leash, das fand ich gar nicht so cool. Aber ja. Wird überprüft. Dann natürlich so Dinge wie Soilwork und In Flames. Völlig drauf ausgeflippt. Quick Swertix. So, haben wir gleich doch alle drei. Ich mag Scooter eigentlich relativ. Guck mal, Guano Apes. Ja, genau, die Kumba, ja, Maxi hatten sie auch da. Die habe ich tatsächlich liegen lassen. Hätte ich eigentlich mitnehmen müssen. Vulcanus, danke dir für 8. Here to stay. Bring me down. Ja, das war cool, ja. Ja, here to stay war gut. Here to stay war cool. Das stimmt. Bring me down. Ich müsste mal in meine alten Download-Zone gucken, ob ich das jetzt finde. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Da nicht, ne? Aqua, da. Drives. Oh Gott. Finde ich doch niemals, oder? Such einfach mal nach Korn. Was soll da? Mudvayne. Fantastisch, ey. Ah, das Album hieß Untouchables, ne? Here to Stay von Korn. Das hat er mir schon ausgespuckt hier. Ja, Mudvayne mit Dick und Not Falling.
bury me underneath. Flicken an, ja, rearranging. Slowly Chicken, haben wir mal gesagt. Von Dick gab es auch einen mega Remix auf dem Resident Evil Motion Picture Soundtrack CD. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswerte Compilation. Sehr cool. Den zum ersten Resident Evil Film, den Soundtrack hat ja Marilyn Manson gemacht. Das sind ja nicht viele Tracks von ihm, aber dann ist die restliche Zusammenstellung der Tracks da drauf richtig cool. Lorna Shore, okay. Bananarama Man, yeah. Danke. Was ganz cool war aus der lokalen Gegend von damals, war Personal War. Die waren so Metallica angehaucht, die haben auch richtig geballert. Die waren richtig cool. Reine Instrumentaltracks von Scooter, yo. This is the Monster Tune zum Bleistift. Oder Experience. American Head Charge, ne, kenne ich nicht. Ah, Personal War. Der Bassist von denen, oder der zeitweise Bassist war, der hat auch im Saga damals den DJ gemacht. Frank! Spiel was Vernünftiges, Frank! Wird ja runtergeladen. Was lädst du denn da runter? Hast du anscheinend Dateien gefunden, die... Verstehe ich nicht. Eigentlich haben wir doch kopiert. Skibidop-dip-dop-da-dop-dop. Wird heruntergeladen. Why? Warum habe ich das kopiert? Mir fehlt Monster. Bleib mir weg mit diesem instabilen Käse da. Bin froh, dass ich WWE habe. Das läuft jetzt. Ja, dann war die ganze Zeit ein RAM instabil. Janze zick. Rise of the Tomb Raider ist auch das bessere Spiel, glaube ich. Der Berg ruft. Dr. Alban, ja. Ladies and Gentlemen, this is Mambo Number 5. Wie viel wirklich? 3. Oder 4? Vielleicht 5. Snap war auch cool. Ja, wobei das Album mich dann doch enttäuscht hat. Ba ba ba. Aha, aha. Aha, aha. Say oops, up, sarge head. Say oops, up, sarge head. Come on. Wofür hab ich's kopiert, wenn du es jetzt runterlädst? Why? WWE ist ganz geil, aber leider gibt es nur so wenige historische Matches. Echt, gibt's da nicht so viele? Schade, ey. Nee, das ist doch kein Update für Shadow of the Tomb Raider. Der hat einfach nicht alle Daten kopiert jetzt oder so. Der wird da einfach irgendeine Datei geskippt haben oder sowas. Und darum rafft er das jetzt nicht.
Jetzt lädt er auf einmal ACC anstatt Tomb Raider fertig. Die Logik muss ich auch nicht verstehen. Warum? Steam ist auf jeden Fall lost, ja. Ja, ich bin fast fertig mit Tomb Raider. Das ist ja quasi, das tickt ja wie ich. Steam tickt ja genauso wie ich. Fängt 500 Tasks an und kriegt nichts fertig. Glückwunsch. Ja, was soll ich jetzt hin und her schieben? Ich muss ja eh beides laden. Also. Okay, und wie sieht es mit Linux, mit Lightroom aus? Lightroom Classic und Photoshop? Und ICC-Profilen für meinen Drucker. Genau. Nicht fertig werden, ja. Das geht alles. Mahlzeit! Stimmt, Shadow of the Tomb Raider sollte man auch mal weiterspielen. Ach nee. Jetzt, wo es hier 1 bis 3 Remastered gibt. Ich brauche kein anderes Tomb Raider mehr. Ja. 80er, 90er Musik kann man sich immer gut anhören, ja. So viele Screenshots, die ich machen kann. Sitzt die da einfach auf dem Thron von Teokan, ey. Was fällt dir ein? So nah kannst du mit dem Auge gar nicht rangehen, ey. Warum drehst du dich denn? Zug am Kabel. Die ist fertig. Die ist einfach Atlantis und ab dafür. Zack, fertig. Profit. Bersi Agli. Kam ich eigentlich zu dem Namen Cracky? Naja, das war mal der Crackmaster. Dann habe ich ihn irgendwann verniedlicht. Dachte mir, vielleicht kriege ich so eine Frau. Hat funktioniert. Ne, Cracky ist einfach so to crack. To crack war eigentlich eher so der Gedanke so, das war jetzt nicht so, nichts mit Drogen, nichts mit irgendwo irgendwas knacken oder so, ne, softwaremäßig irgendwelche Hürden überwinden, sondern es war halt eher so diese, ey, du kannst es schaffen, musst du fest dran glauben. Das war so No CD Cracky, ja. Das war so der Gedanke dahinter. Koto, jo Mann. Bei den Bildern sieht man, warum Angelina Jolie die Rolle übernommen hatte. Ja. Knicki knacki. Lade ACC. Es war eine falsche Entscheidung. Aber er heißt Daniel. Bam, bam, bam. ACC akut. Davon ab, ich habe ein schönes Bild, was ich drucken möchte. Einfach voll der Crack.
Yeah. Mir ist vorhin so eine Flasche runtergefallen, die ist tatsächlich kaputt gegangen. So runtergefallen, so. Und dann hat die hier. Hat die hier angefangen, so in der Gegend rumzusauen. Ich habe jetzt, oh shit, Hand drauf und dann alles am Zischen, am Pfeifen und kaputt gegangen. Habe ich erstmal umgeschüttet. Im Keller. Ja, irgendwo haben sie ihre Schwachstellen, ne? Ja, ich bin dann ins Badezimmer gerannt. Der Knackmeister knackt sogar Plastikflaschen. Ja, easy. Die ist aber auch richtig aufgeschlagen, ja. Ich wollte noch schnell dynamisch da zwei Flaschen mit nach oben nehmen. Ja, und dann bei schnell war ich dann disqualifiziert. Bin ich halt nicht kompatibel mit. Ja, PCs sind nur Arbeitsmittel bei mir. Eine Runde Terranigma. Viel Spaß dabei, Schwesterherz. Will auch. Widgets. Ach, ich habe doch meinen NAS durchsucht, oder nicht? Nach Korn. Oh, korngoldsociety.org. Whoever that is. Ach, dann habe ich dem nicht den Titel Korn gegeben. Hast du noch genug Platz? Nein. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich nicht auf dein Mainboard stürze. Weil ich nicht aus Spaß sage, ich bin voll. Warum suche ich denn Getreide? Ja, ich wollte halt wissen, wie diese Nummer hieß da. Die war cool. Cupra Bro hat was gefragt. Da es dir gerade langweilig ist, wie ich sehe, kannst du mir eventuell eine Frage. Wie nennt sich noch das neue Race Room Hut? Das neue Race Room Hut heißt Rehut. Genau, Retroscope hat's erfasst. Der 47er raidet rein. Guten Abend, vielen lieben Dank. Mir ist gerade langweilig, hat mir mein Chat suggeriert. Ich warte auf Updates. Dieses Jahr noch zur Computermesse. Was für eine Computermesse? Wenn er einmal traurig ist, sucht er ein Korn. Genau, Shoutout für den 47er. Hast du eine Ahnung, warum Endes so übertrieben teuer sind? Nee, habe ich mich nie mit befasst. Noch keine Sommerschlappen für Rennsommel gezogen, nee. Ich an von vorn, trinke ich einen Korn. Gaming-PC Bau 58X 76. Passt gut zum heutigen Thema. Nice. Gibt es beim Rehut auch einen Crew-Chief? Na, den Crew-Chief musst du gesondert starten. Es gibt da eine in Köln. Aha. Schön, dass sie in die Textbox passt. Oh ja, fantastisch.
sehe ich auch gerade. Hyper Sniper Marco, hallo! Ich fasse es nicht, wie lange das hier alles dauert. Ich fasse es einfach nicht. Ach, das Wetter war heute so schön. Wir haben heute gegrillt. Einen Grill aktiviert. Mein Sohn und Mann hat schön die Würstchen drauf geschmissen und Spieße. Wahnsinn. Ich fasse es einfach nicht. Weißt du, wie man bei OBS Ingame einen Record-Button einbinden kann? Nee. Kann man einfach ein Tastaturkommando machen, oder nicht? Was sich in meinen Regalen hinter mir befindet, können wir gleich mal gucken. So, ich wollte jetzt einmal erstmal gucken, was die auf dem Kasten hat, die 4070 Ti Super. Wir haben ja gerade noch omnipräsent meine 53 FPS in Quake 2 RTX beim Rumstehen in 4K. Und da das ja eh nicht CPU limitiert ist, wissen wir einfach, dass eine 4080 Super 53 FPS macht. Und dann schauen wir jetzt mal, wie viel so eine 4070 Ti Super macht. Also doch ein kleiner Grafik. Ein kleiner Grafikkeeper. So, spielen. Wie findest du die Nvidia-App? Keine Ahnung, benutze ich nicht. 46. Alles klar. 400 Watt an der Steckdose. Ist aber nicht der gleiche Fofcracky. Ist das stärker als die Dingens war? Ja, oder? Wo steht denn den Zettel? Eigentlich die Karten wären noch näher beisammen, dachte ich. Hier ist der Zettel. Quake 2 RTX, 43 FPS mit der 3090. Okay. Und mit der 4080 Super hatten wir 53, ja. Und nach dem Optimieren hatten wir 50. Alles klar, Herr Kommissar. Nutze ich G-Sync? Ich habe nur FreeSync-Displays. Ist das Spulenrasseln? Nein, das ist Ingame-Sound. Wurde auch im Video jetzt schon angemerkt, dass irgendwer Spulenfiepen hört. Und dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Das sind halt einfach die Funksprüche, die man hier bei Quake hört. Das ist halt der Sound. Ich kann mein Monitor jetzt nicht bedienen. Warum verstellt er jetzt immer die Helligkeit hier? Will ihn doch nur leise machen. Und bei Shadow of the Tomb Raider, das Spulenfiepen war halt die Vegetation im Dschungel. Das Grillenzirpen und der ganze Scheiße. Entschuldigung. So, jetzt ist mein Monitor USD noch für eine ganze Minute im Screen, um mir auf den Senkel zu gehen. Geil. So, wir schauen einmal kurz, wie die CPU eingestellt ist, ob sie auf Ideal Standard läuft. Dann können wir so einen kleinen Status Quo aufnehmen, ne? Wie viele Fippes da rausgefippt werden? Nicht, dass Frauchen wieder schimpft, dass ich so laut bin. Hardware-Mobbing, ja.
Ja, weil ich habe kein Säuseln oder sonst was gehört bei der 4080 Super. So, AMD Overclocking, check this out. Danke für dir, Mr. J. Burn. Es ist hier mit All-Core Negative 5. So konservativ bin ich später gefahren. Wir nehmen das mal raus. Mehr geht ja eh nicht. Du kannst ja hier Limits setzen. Noch ein Nöcher. Interessiert den 58X3D nicht. Schön laggy das BIOS. Wunderbar. Apropos, Onboard-LAN-Controller sind beide aktiviert. Also ich verstehe nicht, warum der 2,5G nicht aufgetaucht war. So salopp. Aber egal. Ja, All-Con Negative. Oh, die waren auch geil, oder? A Type O Negative, ne? I don't wanna be me. I don't wanna be me anymore. Ding, 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 ding. Cooles Video, Mann. Richtig geiles Video. Coole Nummer, ey. Type O Negative. Was geht ab? Wahrscheinlich deswegen, ja. Also reicht das auf 5 zu stellen? Na, 5 ist eigentlich schon zu wenig, aber ich war ja auf der Suche nach der Stabilität in meinem Racing-System und sie kam nicht. Und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Dann sind wir in andere Richtungen gerudert. So, wir machen ein Overlay an. Ein Overlay. Wir deaktivieren, wir wollen keine Windows-Updates. Wir wollen nicht die Windows-Bauer-Shell, wir wollen keine Updates. Aussetzen. Halt! Ja, so. Very nice. Schön düster, ja. Das war eine coole Nummer, ey. UEFI 37G ready für 57X3D. Yippie! Hab ich ja gesagt. Ist kein altes BIOS. Ob es das aktuellste ist, weiß ich nicht. Könnte aber gut sein. Was haben wir hier für ein Mainboard? X570 Aorus Extreme? Heißt das Extreme? Ja, ne? Ja, das ist das Extreme. V1.0. Ja, the Revisions. The Revisions are here. Unterstützung. Unterstützung. BIOS. Da unten. Was hab ich jetzt hier wieder? 37G gibt's schon nicht mehr. Ja, Glückwunsch. Ja, da gab's dann noch das Sicherheitsupdate für die CPUs, ne? Gigabyte mit ihren Revisionen ist natürlich in der Tat ein bisschen. 37er zwischendrin haben sie weggeschmissen. Naja, egal. Nein, ich wollte doch. Aus. So. Überlay on. Der berühmte 4K-Test. Disable V-Sync. Auto. Zack, zack, zack. Benchmark in Originalauflösung 512x384. Ach, es funktioniert wieder nicht, oder was? Doch, lass mich rein. So, 5WX3D. Ah, was war das gerade? Wow. Lässt er die Muckis spielen, ey. Wow. Obwohl das kein Wahnsinns-RAM ist. Ist ja Wahnsinn, was hier ist, ey. 63 FPS. Das muss am frischen Windows liegen. Ja.
Nicht schlecht. Wie viel haben wir es damals geschafft? 67 oder so, glaube ich? Wie lange ich auf die 60 gekämpft habe, ey. Die Frage ist halt natürlich, klar, was willst du jetzt hier so festhalten? Man könnte sich auf 62 einigen. Es schwankt halt, ne? Je nach Auslastung, was gerade so Sache ist. Was will denn Intel schaffen? Ja, ich habe mit keinem Intel groß mehr geschafft. Wir haben halt keine 3D-Cache-Dinger. Wobei, okay, der 13.900 KS, ich glaube, der war schnell. Aber der hat auch dabei für drehende Augen gesorgt. Es ist schon mehr als 60. Es sind 62. Na, ja, so viel schneller sind die nicht. Ich weiß noch, ich war damals derbe enttäuscht davon. Das haben wir noch ausprobiert, oder? Vor allem das haben wir ausprobiert. Gibt's hier sowas wie Timestamps? Ne, schön wär's, ne? Musstest du gegen Outcast kämpfen, ja oder nein? Wir machen halt jede Sendung den gleichen Scheiß, ne? Furchtbar. ACC hast du gemacht. CSGO. War ja auch Outcast dabei? Da ist Outcast. L'Oréal Paris ist da. I don't wanna be me. 71 FPS. Das ist halt ein schlechter Witz. Das sind hier 70 Bilder. 250 Watt an der Steckdose. 71. Wow. Voll krass. Vom Preis fangen wir es gar nicht an. So. Lara, wo bist du? Wir machen ein kleines CPU stetig. Steh mal rum. So, spielen. Mensch, Elefantsau, entscheide dich. Spiel Resident Evil oder spiel's nicht? Wir machen Lara, CPU Benchmark, 720p. Lassen DLSS außen vor. Wählen Ultra hoch, machen Motion Blur aus. Stellen uns in den Dschungel. CPU-Limit, hier komme ich. Da muss ich auch keiner rechtfertigen. Ich wollte auch nicht deine CPU schlecht machen. Ich starte gerade ständig neu, weil Herr der Erdkirm ist. Warum tut man sich den Stress überhaupt an? Alles gut. Das muss drücken im Gesicht. Alter, was für FPS-Kanonen das sind. Es ist Wahnsinn. Die Grafikkarte ist fast ausgelastet. What the hell? Ey, die X3Ds und sowas wie Shadow of the Tomb Raider. Küss die Hahn, schöne Frau. Also 350 FPS haben wir mit dem 87G nirgends gesehen, ne? Ich weiß, dass ich die Auflösung auch höher gewählt hatte.
das steht außer Frage, aber wir waren nicht mal in der Nähe. Ich schreibe 350 FPS auf. Das ist ohne DLSS. Crysis Steam-Version läuft halt leider nicht. Pain in the ass, das ins Laufen zu kriegen. Einfach nur Ultra-Preset. DLSS ist aus. 720p ist halt ein CPU-Test, ne? Ja, Tomb Raider ist auch ein AMD-Lover, ja. Turbo-Lover. Das ist cool. So, was machen wir mit ACC? Können wir einen kleinen Benchmark-Run machen? Das Regenrennen? Ja, ne? Jetzt muss nur einmal reinhüpfen. Setto Corsa Competizione. So schön verdrängt das Rennen. Ja, aber ich habe halt sonst nichts. Das ist der 5.8 X3D hier. Ich könnte die Label noch einblenden. Dass ich das jedes Mal eingeben muss. Und dann nimmt er sich doch aus der Cloud Daten. Das GT2-Paket ist jetzt verfügbar. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Hier müssen wir eigentlich nicht auf 720p gehen, ne? Wir machen es trotzdem mal. Wir nehmen mal hohes Preset. 720p. Vollbild wäre ganz schön. Ja. Was ist mit DLSS und Tango? Ist aus, ne? Okay. Ja, mal kurz in den Lambo hüpfen, damit wir ein Replay haben. Was war das nochmal? M, um das Replay zu speichern? Drive 55. Brumm, brumm. Saving the Replay. Das war ein intensives Replay. Yippie. Yahoo. Aber wir können hier auf jeden Fall mit der Auflösung hochgehen. Ihr seht das. Grafikkarte ist zu 40% ausgelastet. Komm, wir machen mal. Ich meine, im Regenrennen ist es natürlich was anderes. Oh, 1600 mal 900. So. FPS. Real Shutter! Sechster Abo-Jahr! Geil! Hallo! So, hier machen wir da mal kurz einen professionellen Benchmark quasi. Machen wir so zwei Durchläufe, a 30 Sekunden, irgendwie sowas. Für kurz den Rennstart irgendwie nehmen. Number of Runs. Ja, komm, dann machen wir halt drei Runs. Aber nicht Page Up ist, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, F9 müsste, glaube ich, klappen in ACC. Wir zeigen den Quatsch noch mit an. Wir brauchen das Replay vom Stick. Wo ist der Stick? Da ist der Stick. Sticky Wacky! Benchmarks. Eigentlich müsste ich, Stuggi, ich müsste eigentlich genauso Flashbacks kriegen, weil ich dachte eigentlich, boah, ey, jetzt kommt meine Gelegenheit, Imola, meine Strecke, da bin ich richtig gut. Pustekuchen. Und das einzige Mal, wo ich aufs Podium, aufs Treppchen hätte fahren können, in Spa, wurde ich wegen Trailbreaking in der Busstop abgeräumt. Danke für nix, ey. Boah, hab ich mich aufgeregt danach. Wie negativ behaftet diese Simulation ist. Jedes Mal hat man sich aufgeregt nach den Rennen.
Bei Race Room grinst du immer. Heieieiei. So, Jalerie. Chevy Camaro. Wir müssen irgendwie bis 7 Minuten hüpfen oder sowas. Gehen aber auf die Dashboard-Cam. Das ist noch die Einführungsrunde oder läuft das Rennen schon? Ich glaube, das Rennen läuft schon. The race is free. Genau, hier geht das Rennen gleich los. Ja. Keine Ahnung, ob die Außenkamera anspruchsvoller ist. Nee, das ist nur der 5 Watt X3D. Wir brauchen ja erstmal einen Benchmark. Juri, ja, aber wir haben uns kaputt gelacht dabei. Ist das Spulenfiepen? Ja, ja. Das ist das Chevrolet Spulenfiepen. Das macht aber nur hier die 4070. So, wir warten, dass er wieder Gas gibt. Das Wichtige ist halt, dass die Grafikkarte ist nur zu 60% ausgelastet. Das ist das Wichtige. Das heißt, wir sind CPU-limitiert in diesem Benchmark. Man hat natürlich nichts gesehen, ja. Und normalerweise würde ich nicht so tief im Auto sitzen. Dritter Durchlauf in der Hoffnung, dass wir dann valid sind. Capture finished. Ja, schauen wir mal, ob das hingehauen hat. Haben sie schon migriert? Haben sie. Very nice. Durchschnitt fast 200 FPS. Kocht gerade eine Kanne Wasser, ja. So, Freunde, okay, das ist cool. Das haben wir jetzt. Jetzt optimieren wir einmal unseren 5.8 X3D so, wie man das halt meistens pauschal macht. Minus 30 alle Kerne oder so. Hier AMD Overclocking, Curve Optimizer, All Cores. Wir probieren einfach mal die 30. Alter, kann das BIOS noch langsamer agieren? Schwengeldengel.
Andy Bits, danke dir für 77. Moin, moin, Hallöchen. Danke, Andy. Bei den EA Formel 1 Spielen saß man immer so tief im Cockpit, oder was? Ja, die normalen X'e, die vertragen auch nicht so viel. Namens Biru, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. So. Saturday, 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 Saturday. Zack. Cap Remix. Da kenn ich nix. Didi-da-di-da-di-da-da. Badi-badi-badi-badi-ba. Badi-badi-badi-ba-da. Also bei 5.8x 3D meistens kann man safe minus 20 fahren. Viele sagen, dass minus 30 keinen Stress macht. Bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Aber mein Setup ist natürlich auch immer speziell. Das Outcast hier mit DSR beim ersten Mal raustappt, hatten wir gerade auch. Beim zweiten Mal auch. Und im dritten Anlauf läuft's. Da die Auslastung vorhin hier schon top aussah, denke ich, werden wir sehr ähnliche FPS haben. Wobei das Taktziel jetzt höher zu sein scheint mit 4450 MHz. Und dadurch gewinnen wir ein bisschen, ne? Auf den ersten Blick gewinnen wir ein bisschen. 1-2 FPS oder so. Das muss man jetzt halt so beobachten quasi. Wir haben ja vorhin auch immer auf die FPS geschaut. Da hatten wir auch eine Fluktuation, dass er ab und zu mal auf 50 runtergegangen ist und dann wieder hoch auf über 60 natürlich. Es kommt halt immer krass darauf an, was gerade im Hintergrund so passiert. Wir sind hier CPU limitiert. Das sieht man sehr gut an der CPU-Auslastung. Die CPU 1 ist bei über 90%. Das heißt, die ist einfach ausgelastet. Und der limitierende Faktor in diesem Fall. Und ich glaube, jetzt passiert hinten herum gerade mal wieder was. Netterweise. Und ärgert uns. Guten Abend, John Deere. Und das ist halt so, in sowas wie Cinebench oder so ballerst du dann bei dieser All-Core-Belastung, ballerst du halt nochmal 500 Punkte mehr raus oder sowas beim X3D. Wobei halt Cinebench mit dem X3D keinen Spaß macht. Jetzt haben wir gerade ein komisches Geräusch kurz gehört vom Ingame. Da kann man halt pauschal auch schon mal misstrauisch sein, ob das überhaupt stabil ist, ja. Der 7.8x3D, wo waren wir da? Bei. Kam aber auch ganz hart aus dem RAM an, ne? 78 oder so? Ich weiß es nicht. Waren sicher die Spulen. Aber jetzt, wo es sich so normalisiert, finde ich schon, dass wir so 2 FPS mehr haben. Ich sehe jetzt halt häufiger stabil die 64 und die 65. Nee, das Spiel kann nur 8 Kerne nutzen. Also ich würde jetzt einfach sagen, wir sind jetzt so bei 63 bis 65, also so circa 1 FPS mehr, so in Summe, ne? Das ist halt ganz, ja, quite nice to have. Jetzt hat's aufgehört zu schneien. So, Shadow of the Tomb Raider in 720p, ab in den Dschungel. Bin in Urlaub. Weiß ich nicht, Alex, ob er bei dir hängt. Keine Ahnung.
Wir haben zum Glück die Qualität. Oh, egal, wir brauchen eh nur die FPS. Overlay ist ein bisschen groß geraten. Wir haben vorhin quasi 350 so durch die Bank weg. Ja. Was bei Outcast 1 bis 2 FPS sind, sind dann bei Tomb Raider bei so viel FPS dann schon eher 10. Oder etwas weniger. Ich finde diese Fluktuation ist ein bisschen auffällig. Aber es sind 5 Bilder mehr, 5-6 Bilder mehr. Ich hab mal 355 auf. Es ist ein bisschen stärker. Spannender Benchmark ist halt ACC natürlich, weil da mehr passiert und das professioneller gebenchmarkt wird. Aber auch hier sehen wir halt einen kleinen Unterschied. Und das wird halt spannend zu sehen sein, wie der 57X 3D im Vergleich da dahingehend abschneidet, weil der hat ja deutlich niedrigeres Taktziel. Ich denke mal, der wird schon im Vergleich ganz gut federn lassen. Aber was dann halt spannend ist, wie er die Optimierung mag oder halt nicht. Wie ihn das unterstützt, wenn die CPU so gefordert wird. Oh, Galeria. Zack. Brumm, brumm. Ich muss halt hören, wann ich Gas gebe. Wie bekomme ich meinen Ryzen 7 gebändigt, der es ziemlich hoch geht, trotz Originalkühler? Was für ein Ryzen 7 denn genau? Capture finished. 2 more to go. Aktueller Stand 199 Euro zu 270. Ja, okay. Das ist Assetto Corsa Competizione. So, schauen wir mal, ob das hingehauen hat. Sieht gut aus. So, das ist der von gerade und das war der davor.
Und der davor war stärker in dem Fall. Das ist jetzt dann natürlich so, ne? Warum ist das schön? Nee, das war nicht minus 30. Cracky, der da drüber. Nee, Forza habe ich nicht. War der K63 nicht auch so eine Art K62X3D? Ja, durchaus. Wo finde ich den Curve Optimizer im BIOS? Aber beim AMD Overclocking. So, also für meine Begriffe minus 30 ein bisschen zu viel, ne? Man hat diese Fluktuation gesehen. Da ist minus 20 besser. Probieren dann nochmal ACC aus und dann schmeißen wir mal den 37X3D da drauf. Langzeit-Lurker hier. Eventuell könnte mir die Schwarmintelligenz helfen. Ich habe vier RAM-Riegel, die funktioniert hatten. Nachdem ich auf einer LAN gefahren bin, funktionieren die nicht mehr zu viert. Jeder für sich und jeder mit jedem im Dual-Channel funktionieren, aber RAM-Test gab keine Fehler. BIOS-Update kein Erfolg. Wer was überfragt, hatte wer eine Idee? Außer mit neuem Motherboard. Was für eine Plattform hast du denn? Das wäre interessant. Ja, viele predigen halt immer so minus 30, zack, bumm, ne? Aber habe ich auch den Eindruck, bisschen weniger, ist oft mehr dahingehend. Wir machen einfach, den machen wir noch, aber sonst würde ich da jetzt auch nicht mehr einen Aufriss drum machen. Ja, der effektive Takt gesunken, das kann sein, ja. GT3 Salami. John Deere hat einen 37X. Der wird ja zu heiß. Das ist ja kurios. Oder wird dir einfach nur der Lüfter zu laut? Meine 37X hat seine Hitzespikes. Der ist so. Tombi ist nabend. Again and again. I have to play. Gute Nacht, Dankeschön für Prime Sub. Ja, das könnte sein, ja. CPU mal neu einsetzen, wenn es ein AMD ARM 4 ist oder so. Durch Erschütterung saugen die sich gerne mal so ein bisschen aus dem Sockel raus. Für mal Kühler ab, Hebel auf und wieder zu. Das kann schon helfen. Capture finished. Weg mit dem Overlay da unten. Viel zu weit nach hinten gehüpft, ey. Ich würde immer Luft kühlen.
Aber der Rave Prism, also der mit dem RGB-Ring und so, der tut's eigentlich wunderbar für einen 37X, wenn du den hast. Den muss man einfach nur einstellen im BIOS. Aber ansonsten kannst du sowas, so ein Arctic A35 zum Beispiel, den gibt's auch mit RGB-Bling-Bling, wenn man Bock drauf hat. Der macht schon einen tollen Job. Heißt der A35? Ich glaube ja. Freezer 36, auch nett. So, gucken wir mal, ob das jetzt besser war. Nicht so richtig. Ist kurios, ne? Also ACC will das nicht so mit Kusshand nehmen. Aber man merkt halt auch, wie wenig das dann in Summe ausmacht. Aber gut, wir lassen es jetzt so, wie es ist. Fahren unser System mal runter. Ja gut, Z170, da ist die CPU ja fest im Sockel drin, ja. Merkwürdig. Nee, also für meine Begriffe, den Rave Prism, den musst du halt einfach einstellen im BIOS, weil der kühlt halt, beziehungsweise im BIOS sind halt die Lüfterkurven sind halt sehr konservativ eingestellt, weil die wissen ja nicht, mit was für einem Lüfter du ankommst. Und die haben halt ihre festen Werte, die dann bei Zustand, Temperatur X und Y anliegen. Das war 1600 mal 900 Grad. Also definitiv CPU-Limit. Aber, ja. Ach, der hat ja gar keinen Auswurfknopf. Und ich suche ihn. Ich suche den Auswurfknopf und er hat gar keinen mehr. Diesen Stromstecker nicht leiden kann. So. Weil das die Single-Fan-Edition vom Noctua ist. Das ist die S-Variante vom Chromax. Also RAM-Bänke mal sauber machen und so. Vielleicht die RAM-Kontakte mal vorsichtig mit einer blauen Radiergummiseite sauber rubbeln. Aufpassen, dass man keine
SMD-Bausteine abrupft. Ne, bei den Superkarten, die haben alle den High-Power-Anschluss. Hey Wächterer, grüß dich. Oh Mann, schon wieder keine CPU rausgerobbt. Wir haben ja auch hier Offset-Mounting gemacht. Natürlich ganz witzig ist. Ausprobiert. Offset-Mounting ausprobiert. Wo ist der Lappen? Lappen, Lappen? Da unten. So, mein lieber 58X3D. Wir werden dich jetzt durch den kleineren Brother hier ersetzen. Durch den 57X3D. Ich habe 236 bezahlt oder so. Oder waren es 216? Nee. Ich müsste nachgucken. Ja, identisch Performance soll es nicht sein. Also die Tests haben ja alle gesagt, 15% langsamer ist er. Was ja schon auch eine Differenz ist, ne? Eine Paste. Best Friend Forever. Best Friends Forever Paste. Fünf sieben X 3D. So, Noctua Kühler drauf, dann machen wir einen Noctua Vorschlag. Du hast immer so schön, da drehst du einfach bis fertig ist und gut ist. Ohne Verstreichen, ja. Wir sind heute mal lazy. Klar, RAM kann natürlich nach der Zeit auch mal kaputt gehen, ne? Ist einfach so. So. Guten Abend, Oliver. Servus.
3D V-Cash. V-Cash mit Dash. Grad beim 39X ist schon grenzwertig. Ja, machen wir uns mal bekannt, ne? Neue CPU, neues Glück. Bild kommt. Kommt Bild. Ich habe einen Grayscreen. Ich glaube mein KVM, mein HDMI-Splitter hat sich aufgehangen. Ach ja. Hat er. Oh, ist das eine neue CPU? Ja, mach mal Reset. Frischen Cappuccino gemacht. Awesome. Ich könnte mir noch ein Käffchen einschütten. Wir bauen ja gleich noch einen Rechner, ne? Jetzt oder was? BIOS has been reset. Ach, verdammt. Haben wir irgendwo was gespeichert? Haben wir hier irgendwo, haben wir ein Profil hinterlegt? Hand off? Hört sich gut an. Ist Hand off gut? Hand off lädt hier auf jeden Fall ein RAM-Profil. Macht auch Curve Optimizer, den machen wir aus. Macht Resize Bar, ja, gut. Okay, boom. Und John Talega, hallo und tschüss. Ach, sehr gut. Diese Färbung von dieser Hafermilch, die erinnert mich. Naja. Er bootet. Hafermilch mit Kaffee? Oh, geht aber. Oh, wir müssen eine neue PIN einrichten, weil es jetzt ein ganz neues Mainboard.
Oh, wir müssen jetzt Pin einrichten. Ja, ich meine, klar, CPU mal aus dem Sockel holen, sich den Sockel mal angucken. Wie die Finnchen da aussehen, das kann man schon machen. Steam Team. Mhm. Sicherheitscode. Es ist okay. Sind Sie sicher? Ja, ja. Hoffe ich doch. Was? Hilf mir mal, was? Will mal kauen. Retroskop will Hafermilch immer kauen. Welches Handy ich haben? Dogi ich haben. Infos waren falsch zum Song. Mensch, Leute, ey. So. Windows! Windows ist da. Yeeha, Windows ist da. 57X3D 8E8 Core Prozessor. Nice. Gib mir die Cap, gib mir die Frame, gib mir die X. What about the Overlay? Hallo? CPU kaputt. So. I outcast you. Also mit dem 500X3D hatten wir ein Outcast 4K 62 bis 64 FPS. Nach Optimieren hatten wir so 1 bis 2 FPS nochmal mehr. Wobei es halt stark fluktuiert ist. Wenn wir jetzt 15% davon abziehen, dann haben wir 52? Oh. Da sehen wir auch die 4 GHz, ne, wo er quasi dran hängen bleibt. Das sind ja diese 4.1, die er wohl macht. Live Snorri, Tschüssikowski. Der taktet echt 400 MHz weniger, ja. Oh, 58 hier. Doch. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ist halt dieses Windows-Gerödel im Hintergrund noch. Guck mal, jetzt bleibt der Takt auch stabil von der CPU so. Vielleicht musste die Wärmeleitpaste kurz anfangen zu arbeiten. Der kommt! Das Spiel läuft halt komplett auf der CPU. Die Grafikkarte hat hier nichts zu tun. Wie bei Werner 2, wo die am Anfang den Traktor zünden. CPU ist so eiskalt. Wie warm ist die überhaupt? 66 Grad. Oh ja. Und sparsamer, ne? Glaube ich. Ein bisschen sparsamer. Auf Stromverbrauch haben wir nicht geschaut. Aber das sind auch tolle Werte. Das sind Werte, wo ich auch ganz oft mit dem X3D war. Mit dem 5W X3D. Wo wahrscheinlich vielleicht zu viele Hintergrundanwendungen liefen und ich nicht höher gekommen bin. Tschüss.
Ich habe kein Power Pro. Nein, nein, da ist kein Power Limit drin. Kein Power Limit. Habe ich nie gemacht. Ausgeschlossen. Okay. Aber was halten wir fest? Das ist schon 56 bis 58. Schön. Ist jetzt stärker als ich. Oh, 59. Ja gut, gleich hört es auf zu schneien. Ey. Schafft er die 60, wenn ich auf den Boden gucke? Ja. So. Lara. Wuhu. I have to play. Dynamite. Schwengeldengel. Schwengeldengel. Happiness. Dankeschön. So, 350 hatten wir ein Shadow of the Tomb Raider. Das ist 720p. Genau. Settings sind drin. Und das war ja definitiv auch grafiklimitiert. Schauen wir mal, was er hier so rausrotzt. Ist jetzt ein bisschen klein, aber ich kann es lesen. 332, 339. 338. 340 fast. Sehr ordentlich. Janis hat gewonnen, ja. UI ist ziemlich winzig, ja, ja. 338. Da, 340. 341. Wer bietet mehr? Vorher waren es 350. 350 hatten wir vorher. Das sieht auf den ersten Blick schon mal ziemlich geil aus, ja. So, 5% bei 350 FPS wären noch 7 Bilder, oder? Das ist ein bisschen mehr, ne? Sind keine 15%, nee. Ist auf jeden Fall näher dran jetzt bei diesen getesteten Szenarien. Mein PCGH hat halt haufenweise Benchmarks gemacht zu dem Vergleich halt. Ich glaube, dass das Curve Optimizen wird bei DCPU aber nichts bringen, weil die 4050, obwohl jetzt hier mal 4025, das wird wahrscheinlich sehr gehopst wie gesprungen sein, aber. Ich schreibe mal die 337 auf, weil jedes FPS zählt. Finde ich auch saustark. Steht außer Frage. Ich finde es, erster Eindruck, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, 4.1 ist Hard Limit, genauso wie 4.4 Hard Limit beim 500 X3D ist, aber der hittet die 4.4 ja nie. Also, es steht ja immer bei 4.35. Elu! What geht ab? Stimmt, 445. Sunshine City. Grüß dich. So. Hast fit? Ah ja, ne? Mit 40 Lenze jetzt? Was ist los, ey? Was ist los? Es geht so. Es geht so. Aber heute war schönes Grillwetter bei uns hier. Out of nowhere. Njong. Domi V, ja moin. Dankeschön. Haut wie ein 18-jähriger Pfirsich. Ja. Genau, 18 Jahre alter, verfaulter Pfirsich. Oh, hier sehen wir auf jeden Fall einen Unterschied. Aber auch gut, auch sehr gut. Feuer frei. Hallo, Halla!
zum 22. Mal 18 geworden. Nein, 18 haben wir gefeiert. Und den 30. haben wir gefeiert. Den 40. haben wir bisweilen nicht gefeiert, weil meine Frau wird dieses Jahr auch 40. Von da an feiern wir wahrscheinlich gemeinsam 80 oder so. Mal gucken, was wir machen. Party, das wäre gut, ja. Mit Motto, ey. Retrolar mit 80, da wird ein Spaß, ja. Du bist diesen September nicht rein zufällig bei uns in Good Old Germany, oder? Elu. Ah, okay. Na gut. Aber wir kriegen das auch nochmal hin. Schon den 99. Nice. Ja. Retroladen dann mit dem 57X3D. Schauen wir mal, ob der Benchmark hingehauen hat. Ich habe ein gutes Gefühl. Und ich glaube, die Performance wird auch gut sein. Und 7X, 5WX. Ja, Unterschiede sind da, ne? Unterschiede sind nicht wegzudiskutieren. Aber dafür muss natürlich ein Grafiklimit vorherrschen. Aber wie die Minimum FPS halt auch zeigen, ist das halt auch so ein Faktor. Der natürlich zum Tragen kommt, ne? Also hier die 0,2 Prozentperzentile sind dann noch mit am frappierendsten. Der größte Unterschied, ne? 22% Unterschied. Da sind es 11% und da sind es 11%. Und bei den schlechtesten Bildern pro Sekunde sind es halt 22. Ist was, ja. Aber das sind ja trotzdem tolle Werte für sowas wie Assetto Corsa Competizione. Aber dreimal schneller als der normale X. Ja, für 71 Euro Aufpreis, ja, ist halt schon 11% Leistung, ja. Ist eine coole CPU. Also ich finde es für was kostet der jetzt? 200, finde ich den schon interessant. Finde ich den schon interessant. Gibt genug Situationen, wo man halt auch einfach mal den einen oder anderen Taler umdrehen muss und gucken muss, wo man bleibt. Und da ist es dann schon spannend. Ändert natürlich nichts daran, dass der 5WX3D wahrscheinlich die stärkste Gaming-CPU bleiben wird auf dem Sockel für immer. Wenn das Board nicht wäre. Na, du brauchst auch noch ein neues Board, ja. Ja, jeder Euro mehr in die Grafikkarte kann sich auszahlen. Ja, aber für 70 Euro eine nächste Grafikkartenstufe zu erreichen, ist halt auch schwierig, ne? So, wir können hier dann auch mal ausprobieren einfach. Curve optimizen, ob da was passiert. Ich befürchte ja fast nicht. Wir machen einfach auch mal minus 30. Wenn die 0 denn klappen würde. Und ich befürchte fast, dass da nicht so viel passieren wird.
Dann nutzt man einen Stock-Cooler, günstigeres Gehäuse, schon sind 120 Euro mehr für die GPU. Ja, das stimmt. Natürlich, ja. Wobei er halt ohne Kühler geliefert wird, ne? Wenn man auch irgendwo in der Grabbelkiste noch einen alten AMD-Kühler hat. Oh, ein Flackern. Haben Sie auch das Flackern gesehen? Ja, ich sehe auch das Flackern. Das sieht nicht stabil aus. Der 56X, den gibt es doch nur drüben, ne? America. Nur über Software? Ah, ärgerlich. Schade. Dass sie nicht durch die Bank weg da nachgeliefert haben, was das angeht. Lexicon accessed. Oh, komm! Woo! Yes, yes! Ja, 60! Ach komm, bleib da, komm! 61! Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Aua, er hat sich gefreut und in die Hände geklatscht. Mann, ey. War nicht schlecht hier. Guck mal. Nachbarn sind wach, ja. Zieht euch das rein! Was geht ab? Das Lamm, der Wolf, die grüne Fiese, Hurz! Komm hier, schieb wieder die FPS hoch, mach jetzt keinen Quatsch hintenrum so. Hurz! Fluktuieren Sie wieder. Hören Sie auf zu fluktuieren jetzt. Ja, das ist too much. It's too much to apologize. Wobei, ich habe ja Updates ausdrücklich verboten, ne? Ich denke auch too much negative, ja. Jetzt sind es wieder 61. Ah, ich schreibe mir ja 60 bis 61, ja. Ist cool, ja. Ja, da war wieder. Uah, wie alt ist das Game? 98, oder? Müsstest du doch kennen. Läuft sogar auf Windows 98. Wobei bei Second Edition war nach der Installation direkt alle Daten weg. Musstest du das Spiel mit einem Patch installieren. Windows Update trägt zur Reduzierung, ja, der Emotionen bei, natürlich. Wer wusste das nicht? Wo ist das Overlay da? Jan Overlay! Na, da dachte ich mir auch nur... Nach, keine Ahnung, gefühlt einem Jahr wollte ich nochmal Outcast spielen, wollte dem Spiel nochmal eine Chance geben. Und dann installierst du das. Und dann klickst du nach Installationabschluss, klickst du auf OK. Und dann ist nichts mehr da. Ist einfach alles weg. Guck mal, in Tomb Raider haben wir aber FPS-Einbruch. Ja, eben, das hat ewig gedauert und... Dann klickst du auf OK und es ist nichts mehr auf der Festplatte drauf. Was macht der 700X 3D verglichen dazu? Ja, so 20-25% halt mehr, ne? Gut, gegenüber ihm hier wahrscheinlich dann 30-35%. Das haut nicht hin hier. Minus 30 ist too much.
Hier fehlen uns jetzt einfach mal 50 FPS. Verblüffend, gell? Nee, das Spiel war dann einfach, du klickst dann auf OK, dann siehst du noch für einen Bruchteil von einer Sekunde das Desktop-Symbol von Outcast und dann verschwindet es. Und es ist nichts auf der Festplatte, nichts in der Windows Registry, es ist einfach weg. Das ist großartig, ey. Das kam, glaube ich, mit Second Edition von Windows 98. Ja, also minus 30 ist too much. Wir machen mal minus 15. So. Und dann hast du das mit Patch installiert und dann war die Übersetzung des Grafikmenüs falsch. Das hatte irgendwie vier Qualitätseinstellungen, irgendwie für die Sichtweite, für die Wasserdarstellung und für Kantenglättung, glaube ich. Und die waren dann irgendwie so, irgendwie, wie nannten die sich noch? Nannten die sich nicht weich, hart und mittel oder so? Alleine die Übersetzung war schon bescheuert. Aber wenn du alles auf hoch gestellt hast, war das nicht hoch, sondern war irgendwie alles mittel. Man musste irgendwie alles auf niedrig stellen. Keine Ahnung. Ich hab's nicht mehr zusammengekriegt. Was haben wir gerade? 288 oder sowas? War auf jeden Fall Käse. So. Lara, komm mal bei mich bei. Das ist ein Samtron 78 BDF. Wir haben uns in der Bastelnacht auf jeden Fall mal Outcast auf einem Athlon 600 angeguckt. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, 0 FPS. Mal gucken, ob minus 15 besser greifen. Nö. Noch nicht. Sebastian, hab eine erholsame. Come on! Come on! Der läuft wahrscheinlich schon per Default sehr gut auf dem Board. Ja, sicher, klar. Die 57X3Ds sind ja einfach nur Ausschussware, die eigentlich 58X3Ds werden sollten, die dann aber die Takte nicht gehalten haben. Temperaturen sind schön, ja. Aber uns fehlen 30 FPS. Come on! Jetzt juckt es einen natürlich, ob man gerade Käse getestet hat oder was da passiert ist, ne? Also minus 15 ist auch nicht der Weltenlohn hier. Und nur für Outcast das zu machen, ist natürlich auch scheiße. Vermutlich out of the box, ja. Kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Board und die verwendeten RAM an. Darf man auch nicht vergessen. Wir haben jetzt hier ein sehr konservatives 3200 MHz Kit. Und die SOC-Voltage ist dadurch auch sehr human. Auch wenn sie jetzt hier gerade nicht ersichtlich ist. Wir machen mal minus 5. Systeminfo. Ruckel. PC-Health. Ja, die SOC, guck mal, die ist nicht mal bei 1 Volt.
Weil ich denke, wenn man dann so die üblichen Verdächtigen hat mit 3600er Modulen, da wird nämlich ein bisschen mehr SoC-Spannung draufgeschmissen. Da kann dann wiederum der Curve Optimizer deutlichere Unterschiede machen. Aber ist tatsächlich nur der Takt. Ist nur der Takt, aber es sind 400 MHz. So im Mittel durch die Tests, was die PCGH ermittelt hat, sind das 15%. Wir haben jetzt auf den ersten Blick 12% gesehen, so. Bei einem Test. Bei einem anderen Test war es weniger. Waren es nur 7 oder 8%. Komm, Lara, du kannst es. Warum haben wir dieses Blackscreen-Geflacker hier nochmal? Sie haben 63 Freundschaftsanfragen, da fehlt noch eine. Nee, Takt kannst du nicht pushen, weil die sind halt dicht, ne? Aber der Monitor kann gar kein FreeSync. Das kann nicht sein! 3200. Steht ja da unten. 3200 Megatransfers. Soll das der Nvidia sagen? Dann ist das vielleicht DSR oder so. DSR-Geflimmer. 300. 310. Aha. Wie hast du denn vorhin 337 FPS geschafft? Was ist denn los? 105 MHz Boost-Takt geht nicht. Nee, keine Chance. Du übertaktest ja alles mit. Windows ist los. Aber ich habe Windows doch eigentlich verboten. Scorpius wartet auf die Antwort. Aha, okay. Es werden immer weniger FPS. Nichts mehr machen. Okay, wir machen noch mal alles auf Anfang. Der Notepad-Trick, ja, ich glaube, der funktioniert mittlerweile nicht mehr, ne? Weil das neue Notepad immer alles speichert, was du gemacht hast. Zum Stromverbrauch jetzt direkt kann man nichts sagen, aber es sind beide sehr, sehr effizient. Ein Windows-Tool für den Curve Optimizer hatte ich auch mal, ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir den Kern mehr Spannung geben. Wir werden FPS geklaut für die Sicherheit, ja. Warum mag Lara das nicht? Was ist denn da los, Lara? Stand vorher eine 2 vorne, die Auflösung war doch so klein. Nein. Mehr Spannung braucht der Kern, ja. Muss einfach mehr Spannung geben. Das neue Tuning ist positiv Curve Optimizer zu machen. Moin Sebi! Die Grafik hat das hoch ausgelastet, ja, in der Tat. Aber ein bisschen Potenzial ist ja noch da.
PBO2 Tuna, Tunafisch. Jan Overlay, gut. Siehst du? Und das hat sich hochgearbeitet bis 337. Jetzt lass die CPU mal in Ruhe da hinten. Hallo? Jeder Benchmark, den du machst, ist Game Over. Weil das wären jetzt 70 FPS. Schon ein bisschen viel. Wir wollen nur erst einen guten Ersteindruck hinterlassen, ja? Pack mal Lüfter auf 100%. Die CPU friert doch. Willst du erst Outcast sehen und dann Tomb Raider? Das ist vielleicht so die Reihenfolge, die wir brauchen. Genau, das ist das, was wir sehen wollen, ja. Das passt. So. Erst Cutter Slade und dann Lara. So, so läuft das. Was ist mit der Taskleiste los? Exklusive Vollbild aus? Aber das hatte ich nicht extra angeklickt. Ansel kann aktiviert werden, ja. Ansel Bansel. Ja, moin, Cypress Neo. Der Doktor ist weich geworden, ja. Morgen, Lockenlutz. Jetzt schaffen wir die 300 eingangs wieder. Spannend. Aha. 310. Nee, weitermachen. Das ist ein CPU-Test. Ich mich bewege. Die CPU ist bei unter 60 Grad. Aber dass dann sowas nicht rekonstruierbar ist, das ist so gaga, gell? Aber ja, das ist halt das Tolle am Benchmarking. Ne, Updates werden nicht gemacht, siehst du? Keine Updates active. OneDrive läuft natürlich, wegen der Sicherheit. Obwohl ich das bei der Windows-Installation nicht wollte. Beim Update von dem Käse hier haben sich auch keinen Gefallen getan. Das ist nur schlimmer geworden. Warum startet sich Edge mit? 57X3D ist beleidigt, ja. Wenn man mal Steve Burke von Gamers Nexus anrufen könnte. Als Einschlafhilfe oder was?
Ich filme meinen Monitor nicht ab, das ist das Problem. Ich filme meinen Monitor nicht ab, darum klappt das mit dem Benchmark nicht. Hallo, alles, alles. Flackert denn immer da rein? Ich glaube, wir haben die CPU kaputt getweakt. Gamers Nexus filmt ja nicht ab. Ich erinnere mich da an was anderes. Nee, ich kann, ich, also ich finde, oh, das ist schwierig. So schnell kann es gehen. Ja. Genug Werbung gemacht. Welches WWchen hat die CPU? Die hat erstmal abgeliefert und jetzt liefert sie nicht mehr so, aber ist alles. Bananarama Man, yeah, 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 danke fürs Abo. Am Anfang hüpfen wir dann immer auf die 300 hoch. Aber die 330, wo er da am Anfang sich hingekämpft hat, jetzt ist wieder Einbruch. Strange. AMD ist vorbei. Nuclear Chainsaw, danke dir für den Prime Sub. Warum? Sie will die Grafikkarte nicht mehr, oder? Das exklusive Vollbild macht auch keinen. Macht auch keinen Unterschied. Tja, spannend, ne? Das waren noch Rest-FPS, die von 58X3D da waren. Das waren noch Restbilder. Ja, ja, genau, wie die Ark, ja. Ich glaube, unser Windows ist jetzt einfach kaputt. Unser Windows ist broken. Soll die Kernisolierung abschalten? Die ist doch überhaupt nicht an, oder? Seite nicht verfügbar. Kernisolierung 404. Wir können mal die GPU-Planung da mal ausschalten. Das können wir mal machen. Starten wir mal neu. Aber es ist, wie es ist, ja. Einfach mal 34 Euro teurer geworden. Ja, wenn diese geheimen Mindfactory-Mitarbeiter, die meinen Stream gucken. Monty, los! Wollen wir uns die effektiven Takte anzeigen lassen? Ich will keine weiteren Fässer aufmachen, ich möchte einen Rechner bauen. Das habe ich meiner Tochter versprochen. Wir müssen es so hinnehmen, wie es jetzt ist. Einfach ausverkauft, ja. Alle, die haben den alle gekauft, als sie den ersten Tomb Raider Benchmark gesehen haben. Jetzt sind sie ins Bett gegangen und dann benchmarken sie zu Hause und denken nur, was für ein Scheiß. Ist unter Gerätesicherheit. Kernisolierung ist nicht da. Kernisolierung. Klick. Seite nicht verfügbar. Keine Kernisolierung.
Achtung, kein Bildschirmadapter installiert. Möchten Sie fortfahren? Microsoft Basic Renderer. Ich sag ja, hier läuft nichts mehr. Grafikkarte ist gestorben. Die Grafikkarte ist einfach tot, weil ich das Scheduling ausgemacht habe. Vielleicht braucht der aktuelle Treiber das von Nvidia. Don't know. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir starten nochmal neu. Ja, übrigens ist ja auch total lustig mit meinem Lightroom Classic, mit der Performance, mit der 4080 Super. Ich habe ja gemeint, dass mein Lightroom rumgespackt hätte und die Performance kacke wäre. Ich dachte, das liegt an dem Hackmack mit einer Arc und einer GeForce im System. Aber nee, es ist die aktuelle Lightroom-Version. Die bekommt halt ums Verrecken keine Grafikbeschleunigung hin. Ich habe alles probiert. Ich habe mit dem DDU sämtliche Treiberreste von AMD, Intel und Nvidia rausgekickt, den Lightroom neu installiert, keine GPU-Beschleunigung, nix. Keine Chance. Dann bin ich eine Lightroom-Version zurück und mit der hat es dann funktioniert. So, ein Neustart hat jetzt geholfen, jetzt ist die Grafikkarte auch wieder da. Alles wegen der Sicherheit und hat auch überhaupt keine Zeit in Anspruch genommen, das herauszufinden. Vor allem, wenn du dann noch so einen netten Hinweis liest, so, ja, wenn ihr Bildschirm, auch mit dem Nvidia Studio Treiber, keine Chance, nix. Ich habe auch den Nvidia Studio Treiber drauf, ja, aber nix ist. Geht nicht. Adobe Abo nicht bezahlt. Ist ja sogar teurer geworden. So, jetzt haben wir den Klimbim aus. Dann haben wir jetzt 400 FPS. Da müssen wir erst den 500X 3D wieder einbauen. Verstehe ich gar nichts mehr. Hey, willkommen im Club. Cool, oder? Oh Gott. Sollen wir noch mal minus 10 probieren? Wir haben die GPU-Hardware-Planung Scheißendreck, der auch die Quake 2 RTX-Performance kaputt macht. Obwohl, hat er sie kaputt gemacht? Nicht mehr, ne? Die Frametime sah doch bei Quake 2 RTX eigentlich gut aus, oder? Ach, was weiß ich. Nee, minus 25 ist too much. Ja, minus 15. So. Probieren, bis wir es verstehen. Ja. Genau, Hardwareplanung aus, ja. Beim ersten Mal hat es mit der Planung geklappt. Hat er erkannt, ah, das ist Tomb Raider. Gib Stoff! Stellst es an, denkst du, Maya denkt, deine GPU könnte kein CUDA. Geil. Hab
ich es eigentlich an meinem Hauptsystem aus? Vielleicht habe ich deshalb den Lightroom Trouble. Hardwareverplanung. Wobei ich überlege, die Arc wieder zur Super dazu zu stecken, damit Premiere noch schneller ist im Rendering. Weil Premiere benutzt zwei Grafikkarten. Und ich habe da jetzt eine Battlezone gerendert. Ich meine, da habe ich ein bisschen was an den Szenen gemacht, ein bisschen Color Management gemacht. Das habe ich sonst in Premiere nicht gemacht. Da ging mir der Render aber irgendwie zu lang. Die Super bekommt Luft sowieso. Das einzige Dumme ist halt, dass meine Lüfter da drunter dann so quer hängen. Das ist ein bisschen doof. Aber ich frag mich eh, ob die Lüfter da unten notwendig sind, groß, oder ob das nicht einfach durch den Sog des Industrial-Lüfters oben geregelt ist. Aber der geht ja jetzt quasi gar nicht mehr an, was auch schön ist. Naja. Weil ich damit keine Videos schneiden kann. Und ich keinen Bock habe, das zu lernen. Ich Premiere Workflow halt kann. Na also. 3,35. Aber 337 hat man trotzdem eingangs. Ja, diese GPU-Planung. Manche Spiele profitieren davon, setzen es in mehr FPS um. Andere Spiele reagieren brutal allergisch darauf und machen scheiß Frame-Times. Also ich persönlich tendiere eher zum Abschalten. Aber bessere Performance und Tomb Raider schaffen wir nicht, ne? Ich glaube nicht. Nimm einfach ab jetzt Windows Movie Maker, ja. Ja, aber ich schneide auch zu selten, als dass es sich für mich lohnen würde, ein neues Programm zu lernen. Also, das ist... aber wenn, dann soll es halt fluppen. Und das war okay, aber das war mir halt aufgefallen, weil die Renderzeiten waren in Kombination mit der 3090 und der kleinen Arc A380 halt echt ein Träumchen, weil... Die Arc hat dann enkodiert und die GeForce hat dekodiert. Die Arc hat dekodiert und die GeForce hat enkodiert. Die haben Hand in Hand gearbeitet. Das war ziemlich geil von der Performance her. Nee, also da. Wir trampeln auf der Stelle. Das macht nix. Cutter Slate, was sagen Sie dazu? Die Performance ist trotzdem gut. Aber es ist ein Unterschied da. I have to play Schwengeldengel. Hey, ich bin seit 21 Monaten dabei. Iron Man. Weltklasse. Jetzt haben wir eingangs 56 bis 58. Jetzt haben wir 58, 59. Vielleicht haben wir die 60. Outcast ist wenigstens eine Bank, was das angeht, ja. Und die Performance ist auf jeden Fall cool. Aber insgesamt. Trotzdem schöner, effizienter Prozessor. Und man kann das Geld sicherlich ein bisschen sparen. Ist auf jeden Fall auch dann noch in den meisten Games halt einfach leistungsstärker als die normalen 5000er. Und insofern... Ist ein Abwägen, ne? 500X 3D ist halt Nonplusultra, was das angeht, auf der Plattform. Muss man dann sehen. So, wir holen den jetzt raus. Und dann bauen wir einen Rechner. So sieht's aus. Wir machen eine kurze Pause hier. Live. Und ihr Zuschauer, danke fürs Einschalten, danke fürs mit dabei sein. Hat's das wieder lang gedauert? Ist ja fürchterlich. Aber egal. So ist das halt in der Bastelnacht. Ich denke, wir haben trotzdem Spaß gehabt. Schuss. Hol ihn raus!